Okay, Freunde, here we go. Wir sind in Roblox angekommen. Und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Das ist einfach mal Barry. Punkt-Exe und er sieht absolut nicht nett aus. Also, er hat da einfach so einen Hammer in der Hand und irgendwie hat er auch überall Blut an sich kleben. Ich will nicht wissen, was er mit diesem Hammer gemacht hat. Aber Leute, ihr seht es im Hintergrund. Ich bin wieder eingesperrt und das müssen wir ändern. Deshalb lasst uns starten. Wir brechen aus. Okay, Leute. Wir haben auf Start gedrückt. Wir sind jetzt hier wieder in der Zelle angekommen. Ihr seht, Teddy ist auch wieder am Start. Schon mal ein gutes Zeichen, dass er wenigstens überlebt hat. Aber warum ist hier in der Zelle alles so blutverschmiert? Ah, da ist einfach Blut in der Zelle. Was? Was hast du getan? Barry. Puh. Freunde. Wo bin ich hier gelandet? Guckt euch das an. Da vorne ist einfach mal Barry.exe. Er läuft da rum mit seinem Hammer in der Hand. Und er hat auch so rote Augen. Habt ihr das gesehen? Schaut ganz genau hin. Oh, er darf mich nicht sehen. Ich verstecke mich lieber. Leute, wir wissen nicht, zu was dieser Barry heute fähig ist. Deshalb lasst uns lieber schauen, dass wir schnell hier ausbrechen, weil ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber Barry hat bisher noch nicht gefurzt. Und das ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. Deshalb brechen wir jetzt lieber schnell hier aus. Und das ist auch ein bisschen eklig, dass hier einfach überall Blut hängt. Was ist das? Okay, Freunde. Es geht in den Lüftungsschacht. Und der ist diesmal besonders dunkel und ich mag keine Lüftungsschächte. Aber okay, wir müssen da durch, Freunde. Wir haben keine andere Wahl. Wir gucken, dass wir hier schnell durchkommen. Okay, wir sind hier im Lüftungsraum angekommen. Und ich weiß nicht, was das ist. Es sieht alles ein wenig merkwürdig aus. Und ihr seht, der hat doch überall so Laser platziert. Das ist auf jeden Fall schwieriger als das normale Barry-Gefängnis. Und hier ist schon wieder überall Blut. Ey, ich kann das nicht. Also ganz wichtig für euch, bitte macht das nicht nach, Leute. Ich wäre gerade fast in eine Mine reingelaufen. Die ist einfach direkt vor mir. Also ihr seht, hiermit ist nicht zu spaßen. Der hat hier einfach so Minen platziert, der 31er. Also ich nehme an, dass wir die nicht berühren dürfen. Deswegen springen wir da lieber mal drüber. Okay, ihr seht, wir sind oben angekommen. Und da unten sind einfach mal so Laser-Spikes. Also der hat wirklich komplett übertrieben. Und ihr seht auch, diese Teile bleiben nicht oben, sondern die bewegen sich immer. Wir müssen hier also ganz gekonnt immer von Teil zu Teil springen. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Aber okay. Leute, wir haben es geschafft. Wir müssen uns kurz beruhigen, ne? Weil wir sind gleich unten im Zellenraum angekommen. Davor müssen wir aber nochmal durch diesen Laser durch. Digga, was ist das? Der hat einfach so eine Lasertür hier. Wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Das sieht auch ein bisschen kompliziert aus, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, okay. Aber jetzt, Leute, müssen wir all unsere Nerven zusammennehmen, denn es geht nach unten zu den Zellenräumen. Und ihr wisst, wer sich hier befindet. Wir müssen uns beruhigen. Wir gucken erstmal ganz langsam um die Ecke, Freunde. Oh mein Gott, da ist Barry.exe. Er hat sich am Po gekratzt. Aber er hat nicht gefurzt. Das ist ja ungewöhnlich für Barry. Okay, wir warten noch mal. Er hat gefurzt. Okay, eine gewisse Ähnlichkeit zu Barry scheint doch da zu sein. Wir müssen warten, bis er nochmal gegen die Wand hinten guckt. Und dann werden wir ganz gekonnt loslaufen. Wir müssen das heute wirklich ganz gekonnt machen. Weil wir haben sie mit einer ganz üblen Person zu tun. Okay, 1, 2, 3. Jetzt, Leute. Wir müssen um unser Leben rennen. Er hat uns gesehen. Das war's. Oh mein Gott, warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell? Er ist viel schneller als der normale Barry. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will einfach nach oben laufen. Rennen, bitte, bitte. Aber er ist direkt hinter uns. Gott. Junge, das war so übertrieben knapp. Habt ihr gesehen, wie schnell der ist? Also ich sag ja, dieser Barry.exe ist geisteskrank. Habt ihr gesehen, wie schnell der gerannt ist? Der ist am Ende auch so gesprungen irgendwie. Und hier dreht sich einfach mal so ein riesen Laserpropeller. Das ist eigentlich auch nicht normal. Davon dürfen wir also auch nicht getroffen werden. Sonst landen wir wieder unten, Freunde. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Nein, wir sind wieder unten angekommen, weil ich diesen Laser berührt habe. Das heißt, wir müssen noch ein zweites Mal an Barry.exe vorbei. Bitte nicht, ich werde mich nicht umdrehen, Freunde. Ich werde mich nicht umdrehen, ich werde einfach rennen. Einfach rennen, einfach rennen und springen. Huh?
Lol, Barry, was machst du denn da unten? Ich glaube, da war ein Kaugummi, wo er draufgetreten ist. Ich glaube, der hängt fest oder so. Okay, Freunde, jetzt zum dritten Mal. Wir sind endlich oben angekommen. Ich habe noch nie so viele Versuche dafür gebraucht, ey. Und warum ist dieser Lüftungsschacht hier so vergammelt? Ey, das gefällt mir gar nicht. Es geht jetzt runter zu den Toiletten, Leute. Und ich habe Angst, dass uns da irgendwas Böses erwartet. Okay, wir schauen uns das an. Die Toiletten sehen bisher eigentlich ganz normal aus. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist überall Blut. Wir beachten das nicht, Freunde. Digga, warum ist denn da überall Blut? Warum, Barry? Was hast du denn getan? Okay, Leute. Wir werden jetzt ganz genau diese Toiletten einmal beobachten und schauen, was sich darin befindet. Eine komplett schwarze Toilette. Okay. Eine stinkende Toilette voller Blut. Eine weitere stinkende Toilette. Und hier müsste der Ausgang sein. Und der ist auch voller Blut, Leute. Egal, wo wir sind, alles ist immer voller Blut, ey. Ich weiß nicht, was dieser Barry.exe gemacht hat, aber es scheint nicht gut gewesen zu sein. Wir werden uns jetzt hier einfach mal nach unten buddeln. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann den Ausgang hier finden. Und hier rauskommen. Was ist das denn? Okay, also ihr seht, wir sind wieder unten in der Höhle angekommen. Aber auch hier ist wieder alles mit Blut verschmiert. Dann ist hier unten einfach mal Lava und darauf sind einfach mal so rote Steine. Also so rote Steine hatten wir auch noch nicht. Dann ist auch überall wieder Blut hier. Ey, ich kann das nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass hier überall Blut ist, Bro. Okay, Leute, egal, wir müssen hier durch. Wir haben keine andere Wahl. Auch hier, wir ignorieren das Blut jetzt einfach. Und warte mal, hier kommt einfach so Lava hochgesprungen. What? Okay, das ist eigentlich auch nicht normal. Wir beeilen uns. Oh, oh. Nein! Eine Ewigkeit später. Jetzt, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Ich bin drüber angekommen und... Hier ist auch wieder Blut, aber egal. Wir müssen jetzt hier in den Gang rein. Und warte mal, was ist das denn? Leute, seht ihr das? Hier sind einfach mal so Spikes, die aus der Seite rausgefahren kommen. Ey, dieser Barry.exe meint's wirklich ernst, Leute. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen, ohne davon aufgespießt zu werden. Okay, bei 3. 1, 2, 3, jetzt! Oh, okay, Leute, wir haben's geschafft. Die erste Stufe haben wir, jetzt fehlt die zweite Stufe. Okay, wieder bei 3. 1, 2, 3, jetzt! Wow! Okay, wir haben es geschafft. Wir sind im Gang des rollenden Steins angekommen und der kommt wieder mit ganz viel Schwung runtergekullert. Das heißt, wir müssen uns wieder hier in den Rinnen verstecken. Und natürlich ist auch hier wieder Blut, war ja klar. Okay, wir warten jetzt, bis der Ball vorbeigerollt kommt. Und dann rennen wir schnell rüber zur nächsten Stufe. Was wir auch gleich mal schauen werden, ist, ob dieser Barry.exe auch einen Geheimgang hat, Leute. Das heißt, wir rennen einmal hier hin. Und wenn ich das richtig sehe, scheint es da hinten wirklich auch einen Geheimgang zu geben. Das heißt, wie immer, gehen wir einmal in den Shop rein, Leute. Und dann kaufen wir uns auch hier einmal ganz kurz den Gottmodus. Einmal hier für 350 Robux. Okay, Leute, ihr könnt es sehen. Ich habe mir einmal den Gottmodus gekauft. Ich würde sagen, den aktivieren wir auch einmal in 3, 2, 1 und bam, Freunde. Wir haben den Gottmodus aktiviert. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, Leute, ob wir mit diesem Gottmodus denn auch da in den geheimen Barry.exe-Raum kommen. Ihr seht, ich habe den Gottmodus aktiviert. Wir sind wieder super schnell und sind vor allem auch unsterblich. Und wir können besonders hoch springen. Deshalb, ihr seht, hier ist wieder eine Lücke mit einer Leiter. Ich würde sagen, wir springen da einmal rein. Und jetzt seht ihr schon, es gibt anscheinend wirklich einen geheimen Barry.exe-Raum. Wir klettern mal nach oben und schauen mal, was sich da jetzt versteckt. Okay, ihr seht, wie immer, es gibt einen Geheimraum. Und da hinten befindet sich wieder ein geheimer Diamant, Freunde. Ich würde sagen, wir nähern uns mal dem Diamanten, ne? Und schauen mal, ob wir auch wieder in einen geheimen Barry-VIP-Raum kommen, wenn wir diesen Diamanten einsammeln. Ich würde sagen, wir sammeln den Diamanten ein. In 3, 2, 1 und let's go! Wow, okay, Freunde, ich bin ins... Portal rein. Nein, warte mal. Was? Nein, warte. Wir sind in keinem VIP-Raum. Wir sind zurück in der
Wir sind zurück in der Zelle. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich bin wieder hier angekommen. Und ja, ich kann euch sagen, geht hier im Barry.exe-Gefängnis, nicht in den Geheimraum. Ich würde sagen, wir machen weiter und klettern einmal hier die Leiter nach oben. Und was erwartet uns hier? Was ist das denn? Ich glaube, das sieht aus wie eine Barry.exe-Frau. Wir sollten lieber schnell rennen. Oh mein Gott, sie ist förmlich in mir. Ich sehe sie schon. Oh mein Gott, renn schneller. Renn, 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 renn. Oh, wir müssen hier hoch. Oh. Ah, warte mal, da kommt irgendwas von oben runtergerollt. Der Ball kommt einfach runtergerollt. Okay, ihr seht, wir sollten uns beeilen beim Hochklettern, Leute. Da kommt schon wieder ein Ball gerollt. Egal, wir verstecken uns an der Seite. Und es geht weiter nach oben, Leute. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Immer schneller, wir rennen, schneller, wir rennen, schneller. Wir sind oben angekommen. Und schlechte Neuigkeiten. Es ist wieder Blut zu sehen, Freunde. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich habe langsam das Gefühl, das ist irgendwie so eine Spur. Und wir müssen dieser Spur folgen, weil irgendwas muss das ja bedeuten. Und warum ist... Warum ist... LOL? Normalerweise muss ich das hier umlegen, das geht nicht. Ich muss hier hochklettern. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Normalerweise... bin hier hochgefahren. Ich muss aber klettern. Okay, ich bin oben angekommen, Freunde. Wir sind in der Cafeteria und auch hier ist wieder alles blutüberströmt. Ihr wisst, wir gönnen uns wieder unsere tägliche Dosis Energy. Einmal kluck, 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 kluck. Und jetzt speedrun wir einmal hier drüber und ich kann es schon sehen. Schaut mal. Wir sind einfach mal so Laser wieder. Ey, oh mein Gott, es ist echt nicht einfach. Dieses Barry.exe-Gefängnis scheint wirklich besonders schwer zu sein. Aber wir sind bisher gut durchgekommen, sage ich euch. Aber warte mal, was ist das denn jetzt? LOL, das sind so Lasertüren, wo man durch muss. Digga, und da ist wieder Blut. Okay, ich verstehe. Aber okay, Leute, wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Ich bin mal extrem gespannt auf den Endbosskampf, ob wir gegen einen richtig großen XXL Barry.exe kämpfen werden oder was genau uns dann erwartet. Okay, wir sind im Storage Room. Müssen wir hier unsere Leiter holen? Ja, müssen wir. Auch hier ist wieder alles voll mit Blut. Ey, Leute, ich weiß langsam nicht mehr. Warte mal, ich kann die Leiter nicht tragen. Hey, ich kann sie nicht tragen. Okay, irgendwas stimmt hier wieder nicht, Freunde. Irgendwas stimmt nicht. Okay, warte mal, lol. Hier geht die Leiter schon bis runter, okay. Irgendwas ist hier echt ganz merkwürdig, Freunde. Das Ding war schon unten. Das heißt, es muss schon jemand hier gewesen sein. Ey, das macht mir langsam alles ein bisschen Angst, ja. Okay, warte mal, wir sind im Ventilatorenraum. Und oh mein Gott, hier kommt so ein Laserteil. Was? Okay, das ist ein bisschen krass. Oh, das bin ich echt nicht gewohnt. Oha, was? Leute, das ist absolut schwer, was ist das? Okay, aber wir haben es geschafft. Bruder, was ist das für ein Gefängnis? Ey, dieses Barry.exe-Gefängnis ist geisteskrank. Und... Warum? Und wo kommt denn das ganze Blut, Mann? Das gibt's doch nicht. Okay, und warte mal. Hier kommen irgendwelche Kugeln von oben runtergerollt, Bro. Was? LOL? Okay, Freunde. Wir müssen aufpassen. Anscheinend kommen hier Kugeln von der Decke gefallen. Auch mal was Neues. Aber egal, wir haben's geschafft. Okay, wir sind hier angekommen. Ihr wisst, ich mache diese Ventile nicht zu. Und deshalb würde ich sagen, ist es wieder mal an der Zeit, dass wir unseren Gottmodus aktivieren und einfach mal direkt nach oben jumpen. So, einmal dahin bitte, dann einmal bitte hier rüber und einmal in den Lüftungsschacht rein, Bruder. Guckt euch an, wie schnell wir sind. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das an, wie schnell man damit ist. Das ist abnormal. Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt hier oben angekommen. Wir sind wirklich nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Hier sind auch so Laser. Und da ist wieder ganz viel Blut, Freunde. Wir müssen einmal hier hoch in den Schacht rein. Wir haben es geschafft. Aber auch hier ist wieder alles voll mit Blut. Hey, warum? Warum ist da alles voll mit Blut? Junge, was hat Barry.exe den Leuten hier angetan? Das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir sind in der Cafeteria angekommen. Der komplette Boden ist blutüberströmt. Und das ist einfach mal ein komischer Mann mit einer Bratpfanne. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Wir holen uns lieber mal die Bazooka, die auch einfach blutüberströmt ist. Wer hätte das gedacht? Und jetzt würde ich sagen, machen wir diesen Typen erstmal fertig, Junge. Ey, der wirft Tomaten auf mich. Hallo. Ey, hör mal auf damit, Junge. Ich bin schnell wie Flash. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, ne? Und jetzt kommt der Mega-Jump, Freunde. Ihr kennt ihn. Boing, 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 boing. Whoa. Oh mein Gott. Hallo. Ey, ich will nicht runterfallen. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind im gruseligen Schacht.
Chefkoch Barry beziehungsweise dem Chefkoch Barry.exe entkommen. Das heißt, Leute, wir sind ganz kurz vorm Ende. Ey, ich bin so gespannt auf den Endbosskampf, was uns da erwarten wird. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass er so ein richtig fetter Barry.exe ist. Exit. Ja, wir sind gleich am Ende und natürlich ist auch hier wieder Blut, Freunde. Oh, oh mein Gott, was ist das denn für Laser, Bro? Leute, hier sind so richtig schwere Laser. Oh mein Gott, wir dürfen nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Aber okay, wir haben es gleich geschafft, Freunde. So schwer war es eigentlich doch nicht. Wir sind gleich oben angekommen. Ey, Leute, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es gleich. Und dann sind wir angekommen am Ende, Leute. Macht euch auf was gefasst. Ich würde sagen, wir gehen nach draußen. In 3, 2, 1. Let's go! Oh, oh, oh mein Gott! Das ist einfach mal der XXL Barry Clown-Roboter. Oh mein Gott, ist der riesig. Renn. Komm schon, hoch aufs Dach. Leute, was ist das? Komm her, Barry Clown Roboter. Wir machen dich fertig. Ausgewichen, jetzt nochmal, komm schon. Okay, die erste Minigun haben wir kaputt geschossen, Leute. Digga, guckt euch diesen Horrorclown an. Einfach ein Barry.exe Horrorclown. Oh mein Gott. Aber wir haben ihn zerstört. Bam. Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal los. Es geht ab in die Freiheit. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind einfach mal aus dem Barry.exe-Gefängnis ausgebrochen. Ne? Wir haben es tatsächlich einigermaßen gut hier rausgeschafft. Aber ich muss sagen, es ist doch schon ein bisschen gruselig mit den ganzen Blutspuren. Hey, lasst mich raus hier. Wer schreit denn da so rum, Mann? Ey, lass mich aus dem Gefängnis raus. Oh nein. Nein, Freunde, nicht schon wieder, bitte nicht. Heidi Zock, Bro, bist du's? Oh nee, ich bin schon wieder mit dir im Knast, Lumex. Ey, Bro, ich hab langsam echt keine Lust mehr auf dich, Mann. Guck mal, ich versuche hier zu entkommen. Guck, ich... Aber man kommt hier nicht raus. Ja, Bro, das ist ein Gefängnis. Natürlich kommt man da nicht so einfach raus, ja, Mann. Guck mal, wir sind schon seit 5 Tagen hier. Ich hab hier einen Strich gemacht. Yo, das hast du cool gemacht. Aber ey, Bro, ich glaube... Warte mal, psst. Da ist sogar der Gefängniswärter direkt. Schau mal. Wo denn? Ja, hinter uns, Bro. Oh, yo, der pennt. Schrei doch nicht so. Okay, der pennt. Okay, ich hab auch gerade herausgefunden, Bro... Heute ist ein was anders als sonst. Und zwar ist das ein sogenannter Zwei-Spieler-Gefängnis-Ausbruch. Das heißt, wir können nur ausbrechen, indem wir uns gemeinsam dabei helfen. Ah, okay. Also, wie war das nochmal mit den Robux, die ich nicht bekommen habe? Robux? Ohne mich kommst du hier nicht raus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber yeah. Ich gehe erstmal ganz kurz aufs Klo. Und ich habe mich so lange wieder gemutet, weil, Freunde, auch wenn es ein Zwei-Spieler-Obby ist und er und ich auch seine Hilfe braucht, werde ich trotzdem ein bisschen reinpranken. Ich meine, ihr kennt mich, deswegen gehen wir wieder in den Itemshop rein, Leute. Kaufen wir uns direkt das VIP-Angebot für 700 Robux. Ihr macht das bitte nicht zu Hause nach. Bam, Leute, es hat funktioniert. Ihr seht es unten. Ich habe richtig viele coole Items bekommen. Die werden wir im Laufe des Videos an IDZock austesten, um ihn richtig zum Ausrasten zu bringen. Aber jetzt würde ich sagen, ermüde ich mich erstmal ganz schnell, dass wir hier weiter ausbrechen. Oh, Gefängniswärter, hallo. Ey, hör auf, hallo. Bro, ich komm doch schon, ich muss kurz noch mein Geschäft machen. Bro, so lange, wie du auf Toilette gewartet hast und vor allem nicht erreichbar bist, schon auffällig, ne? Bro, sei mal nicht so frech, sonst gibt's dir eins auf den Kopf, Mann. Wo hast du denn das hergeholt, Alter? Den hab ich im Klo gefunden, der stark da drin fest. Ja, der passt da auch ganz sicher rein, ja? ja, Junge, jetzt red nicht so viel, lass uns ausbrechen. Okay, warte, ich glaube, ich muss mich hier hinstellen. Genau, du musst dich auf den Knopf draufstellen, dann kann ich nämlich hier durch. Genau. Und jetzt musst du, glaube ich, auf deiner Seite irgendwo einen Knopf finden. Ach so, hier ist auch so ein roter Knopf. Mhm. Ah, da muss ich jetzt drauf, glaube ich, damit das aufgeht bei dir, ne? Ja. Platz irgendwelche Sachen, Lumex? Platz irgendwie, Nee, Bro, ich habe nur Angst. Nein, es könnte ja aber auch sein, Bro, dass das vielleicht eine Falle ist und eine Mine oder so drunter ist. Das weiß ich ja nicht.
Ja, dann bin ich froh, Alter. Dann ist Lumex weg hier vom Fenster. Ja, ich würde da mal weiter ausbrechen, ja? Haus rein, ne? Ich mach da mal weiter, ey, ja? Ey, nicht ohne mich abhauen. Yo, wie geht's dir, Bro? Ey, das kann er nicht abziehen. Lumex! Ey, ich muss sagen, von der anderen Seite ist es echt gemütlich, Bro. Ja, schön, aber beweis mir, dass du auch ohne mich jetzt abhaust. Probier das mal. Probier mal abzuhauen ohne mich. Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich, an sich ist es gar kein Problem. Ja, bist du sicher? Ja, guck mal, ich habe nämlich noch so eine andere Pistole im Klo gefunden. Und mit der kann ich nämlich, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, kann ich mich da, glaube ich, so... Nein! Der kann sich grappeln! Oh, Bro! Oh mein Gott, er hat es wirklich geschafft, ey. Also, ich meinte ja, ich brauche nicht deine Hilfe, ich kann auch so ausbrechen, ne? Ey, aber mach jetzt mal die Tür auf, Lumex. Mach jetzt mal die Tür auf. Okay, brauchst du einfach meine Hilfe? Ey, Gefängniswärter. Ey, okay, okay. Gefängniswärter, komm. Bro, ich komm doch schon. Bro, okay, ich komm doch schon. Beruhig dich. Warte. Ja, so. Dankeschön. War das denn so schwer? War das so schwer? Ja, okay. So schwer war es nicht. Aber du siehst, wir sind gerade immer noch am Anfang. Wir müssen nämlich hier hinter. Und ich glaube, ich muss auf den blauen Knopf. Dann kannst du nämlich drüber laufen. Schau mal. Irgendwie vertraue ich dir nicht. Ich weiß nicht warum, aber. Bro! Irgendwie. Oh. Warum war mir das so klar? Leute, es reicht mir schon zweimal mit Lumex in dem Gefängnis zu sein. Jetzt schon wieder in der Zelle eingesperrt zu sein, ist aber wirklich das Letzte. Bro, ich bin doch nicht so. Guck mal, ich hol dich wieder raus hier. Aber Bro, hörst du das? Was denn? Irgendwie, du hörst dich ganz komisch an. Ich glaube, das liegt daran, dass du so klein bist. Junge! Hey! Hallo! Hallo! Habe ich Heliumstimme bei dir oder was? Bro, keine Ahnung. Du hörst wieder normal an. Ich bin wieder normal. Also, ich glaube, ich bin größer geworden sogar. Nee, also, um ehrlich zu sein, bist du exakt genauso groß wie vorher. Aber okay, ich lass dich vor. Du darfst. Okay, so, perfekt, alles klar. Und hier kannst du jetzt schon rausgehen. Ey, du bist korrekt, Mann! Ja klar, weil ich dachte, das ist ein Koop-Gefängnis. Wir sind nicht Feinde, wir sind Partner. Genau, wir sind Partner und deswegen helfen wir uns auch gemeinsam. Ja, komm, jetzt lauf du mal zuerst, Kollege. Ja, warte, ich habe hier so einen Knopf auf meiner Tastatur. Ah, da ist ein Flammenwerfer. Oh! Hey, Gefängniswärter, Lumex randaliert hier mit Flammenwerfer. Ich muss hier abhauen. Okay, Junge, auf zu petzen. Ich fackel dich sonst ab, Mann. Junge, du kommst hier nicht raus. Vor 20 Sekunden, als wir davon geredet haben, dass wir Partner sind. Du kommst hier nicht raus. Ich fackel dich ab, Mann. Überraschung. Oh no. Junge, Alter. Hilfe. Junge. Alter, Bro, weißt du was? Ich hol mir sowas gleich auch. Ja, kostet nur, ich glaube, 800 Robux, Bro. 800 Robux? Bro. Okay, ja gut, dann hol ich mir das beim nächsten Banküberfall wieder zurück, ne? Ich laufe jetzt rüber, aber bitte nicht runtergehen, ne? Naja. Bruder, du schwebst. Ja, natürlich, weil ich wusste, dass du mich reinlegen wirst. Einfach. Er hat einfach... Bro, aber wo ist denn da noch der Sinn von einem Koop-Gefängnis, wenn du da eh drüber fliegst? Ja, ich glaube, die haben immer nur so eine gewisse... Du machst dir doch den ganzen Spaß kaputt. Mach ich gar nicht. Ich mach, wenn, dann dir den Spaß kaputt. Nee, also ich warte nur, bis du mir hier aufmachst. Nö, mach ich aber nicht. Ciao. Okay, ich bin ja mal nicht... So, warte mal. Hier gibt es ein Jetpack? Oh nein, Lumex. Ey, ganz ehrlich, kein Wunder, dass du ständig pleite bist in Roblox. Ja, nee, Bro, mir fällt gerade auf. Jedes Video muss er Robux aufladen. Bro, ich hab den doch schon lange freigeschalten. Ich hab's noch nicht bemerkt. Ja, okay, jetzt. Kannst du mich auch transportieren? Geht das? Hast du irgendein Tool, womit du mich greifen kannst? Nö, aber du kannst einfach rüberlaufen, wenn du willst. Ja. Oh, okay, Lumex, jetzt Alter, aber. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Zelle. Das hat mehr Spaß gemacht. Mach doch, dann gewinne ich die Robux. Gefängniswärter, hier ist beruhig dich, beruhig dich, Alter. So muss man das machen, ne? Ja, Junge. Ey, wenn du weiter so rumschreist, muss ich dich wieder schrumpfen, Mann. Nein, oh nein. Ah, okay. Du musst schrumpfen. Wie war das? Du bist geschrumpft. Komm her, Junge. Nein, ich bin nicht geschrumpft. Hilfe. Verrückter Lumex ist hier. Komm schon, ich treff dich nicht, Mann. Er trifft mich halt wirklich nicht, Leute. Guck mal, probier's doch. Ich bin immun. Ja, merk ich.
Leute, Leute. Komm, geh mal auf den roten Knopf, lass mich durch jetzt. Ja, komm, lauf einfach. Meine so, Güte. Warte. Leute, Lumex ist halt der schlechteste Partner, wenn es um ein Gefängnis geht. Das stimmt, ne? Gar nicht. Guck mal, ich mach dir gerade die Türen auf. Du kannst einfach durchlaufen, Bro. Sei mal dankbar, ja, dann, Mann. Dann mach auf. Ja, dann mach auf. Dann mach auf. Dann mach so. Auf. Ah, wie war das nochmal mit, du kommst jetzt auch nicht weiter, ne? Also, um ehrlich zu sein. Nein! Du kommst hier nicht durch. Komm schon! Nein, es geht nicht! Ich kann mich nicht teleportieren! Ey, kommt schon! Ey, Leute, bitte! Alison, lass mich erst durch, wenn ihr ein Like da lasst! Ja, komm schon! Also ich lass ihn nur rein, wenn alle Like da lasst. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Komm schon! Innerhalb der nächsten 3 Sekunden alle ein Like da lassen! 3, 2, 1! Okay, Bro, wir haben alle geliked. Jetzt halt dein Versprechen, Mann. Okay, okay. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Leute. Yo, ihr seid die Besten. Okay, das war's noch nicht, Bro. Hier muss man Teamplay machen, weißt du? Teamplay? Hm. Ja, du man kann auch rüberfliegen, wenn du ja, willst. Ne? Natürlich kannst ja, du machen. Ne? Kann man auch, ja. Bruder, ich hol mir das gleich auch. Ich hol mir diese Betrügermaschen gleich auch. Ja, komm rüber. Ich bin ja, doch nicht so. Ja. Guck mal, ja, ich spring ja, sogar nicht runter, Bro. Ich lass dich sogar durchlaufen. Ja. So, ich jetzt brauche ich den grünen Knopf. Aber wenn du da einmal so gut stehst, dann. Ey, Leute, das ist doch strafbar, was der hier macht, oder? Hey, das machst du jetzt aber selber, Bro. Ja, Digga, du stehst ja die ganze Zeit wie eine faule Socke da. Du musst ja auch die Plattform wechseln, sonst komme ich nicht rüber. Ja, ich mach doch schon. Ey, Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Es funktioniert perfekt. Erst richtig am Ausrasten. Ich werde euch und die anderen Items ausprobieren. Wartet einfach ab. Weißt du was? Du fliegst da ja eh drüber. Also geh mal nach oben, mach das Plattform auf. Oder gib mir einfach mal. Bro, geh ich auf die Plattform hier und dann lass mich drauf. Bro, dann kannst du ja rüberfliegen. Bro, ich habe auch nicht unendlich Treibstoff in meinem Chatpack. Ich muss erst mal aufladen. Jetzt geh mal lieber hoch hier, bevor bist ich gleich. Bist du sicher? Bist du sicher? Ja, deswegen. Ich kann ihn gerade nicht benutzen. Es wäre cool, wenn du mir jetzt die Treppe machen echt? Würdest. Du kannst dein Jetpack nicht benutzen. Nee. Wirklich nicht, ja? Okay. Oh, korrekt, lässt mich ja wirklich hoch. Ja, weil ich bin ja Ehrenmann, Leute. Ich bin ja Ehrenmann, weißt du? Ich lasse ihn ja vorbei, natürlich. Wow. Bro, was hast du da in der Hand? Was? Das Ding hat mich einfach nur zum Sitzen gebracht. Ich hab dich getasert. Bro, das sah man gar nicht. Mach das normal, ich hab gar nichts gesehen. Hier, guck. Ich sitze einfach nur. Wow. Ah, guck mal, ich mach dir jetzt auch die nächste Tür auf. Du kannst durchlaufen. So, du kannst jetzt auch durchlaufen. Korrekt, Mann. Nee, ich lass dich mal zuerst drüber auf. Ja. Bro, du bist so dumm, ne? Du bist halt wirklich der dümmste Spieler. Wir sind jetzt gesoftlockt, ne? Wir sind jetzt gesoftlockt, Digga. Weißt du, was es heißt? Wir können nicht mehr durch. Wir haben das Gefängnis kaputt gemacht. Nein! Doch! Digga, nein, warte, wenn ich mich jetzt umbringe. Hier! Wow, dann hast du. Oh, Lumex hat doch noch ein bisschen IQ. Guck mal, was du hier für Lügen rum erzählst, Bro. Du hast mich 5-mal schon runterfallen lassen. 5-mal! Ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Ja, wahrscheinlich hast du einen Fußwackelkontakt oder so. Wahrscheinlich hast du so Zuckungen im Fuß, dass du die ganze Zeit von dieser Plattform da runterspringst. Ja, hab ich tatsächlich. Deswegen hab ich dich auch wieder geschrumpft. Alter, das geht jetzt gleich langsam zu weit, Lumex. Das geht jetzt gleich langsam, aber richtig zu weit hier. So, was muss man hier machen? Du kleiner 31er. Ich hab's nicht beabsichtigt gemacht. Du Ekliger. Ja, Mann. So, dann ich werde halt richtig sauer, deswegen fliege ich einfach hier drüber jetzt. Ciao! Ja, okay, mach das ruhig. Ui. Ey, guck mal, hier ist der Ausgang, Bro. Was? Echt jetzt? Ja, schau, hier, cool. Guck, ich hau dann mal rein, ne? Nein, Bro. Yo, ciao! Hey, Lumex! Ey, Leute, der haut einfach unter uns ab. Okay, warte. Ich lass dich raus, aber... Erst wenn du sagst, dass ich der beste Roblox-Spieler bin. Hey, das habe ich doch schon letztens gesagt. Ja, aber du sagst es nochmal. Also, es ist nicht schwer,
mit einem Jetpack durchs Gefängnis zu fliegen. Nein, du sagst, ich bin der beste Roblox-Spieler, sonst ich nicht durch. Ah, ja. Sag okay, es! Du bist der beste Roblox-Spieler, den ich je gesehen habe. Yo. Das ist so unglaublich, dieser Skill. Es erfordert so viel Skill, dass man mit mentaler Telekinese sich zum Fliegen bringt. Das kriegt sonst kein Mensch als, ja, außer du hin. Genau so ist es. Ja, Mann. Ja. Ey, aber warte, Bro. Hm? Bringt dein Jetpack hier nichts mehr? Nein, aber wir sind unten im Keller. Ich glaube, wir nähern uns dem Ausgang, Bro. Stimmt. Ja, eigentlich müssen wir bald raus sein, ne? Ja, deswegen lass einfach mal rüberfliegen, Bro. Ja, dann... Kommst du nicht mit? Bruder, ich kann mir hier gerade auch kein Jetpack kaufen. Ah, okay. Ja, ich mal weiter, ja? Haus rein. Also, wo hast du das Geld her eigentlich, Lumex? Hab ich reingeschmuggelt. Hast du dem Gefängniswärter irgendwie Versprechungen gemacht? Vielleicht ist es heimlich mein Freund, ja, ja, ja. Ja, dann warum rastest du aus, wenn ich petzen will bei ihm? Ich weiß nicht, einfach so. Ah ja. Ich bin okay, aus Versehen einmal für... noch, Lumex. Einmal machst du das noch, dann verlasse ich diese Map. Dann verlasse ich diese Map einmal. Ich bin aus Versehen draufgekommen, ich kann nichts dafür. Okay, komm, ich gehe jetzt diesmal vor. Oder? Ja, Bro. Also das warst du ja jetzt wirklich selber. Ah, ich bin ja direkt wieder hier. Du Ekelhafter! Junge, ich verhau dich gerade mit meinem Hammer, Alter! Hey, nein, nein, nicht mit dem Hammer! Nicht mit dem Hammer! Ja. Funktioniert der überhaupt? Ja, ja, natürlich. Nein, der funktioniert aber jetzt nicht. Jetzt lauf drüber! Ja. Okay, Lumex, ich glaube, wir beenden das Video hier an der Stelle. Ich habe noch was zu tun. Okay, aber warte, wenn du... Ja, wenn Leute, du, macht's gut. Hat echt ey, Spaß warte, gemacht. Wenn du aufgibst, dann krieg ich automatisch 10.000 Robux. Tschüss. Tschüss. Hey, ich krieg meine 10.000 Robux doch. Gib her jetzt, hallo. Alter, was schreit der hier so rum? Ich höre meine Kopfhörer explodieren gleich. Was ist los, hallo? Ja, wenn du jetzt aufgibst, krieg ich 10.000 Robux. Das ist ja, das wird ja immer weniger. Früher hatten wir 100.000 Robux gemacht. Ach stimmt, dann lass es 200.000 machen. Ich kriege 200.000, wenn ich weitermache. Du musst mir Schmerzensgeld bezahlen, was, langsam. Also bitte, ja. Ich glaube, es geht los hier. Also die 100.000 hast du mir immer noch nicht gegeben von dem einen, wo ich mal gewonnen habe. Ich weiß noch, ich kann mich gar nicht erinnern, wann du mal gewonnen hast, Bro. Doch. Das war, jetzt geh auf den Klopf, Mann, ich will rüberlaufen. Nein, du hast ein Jetpack. Warum sollst du da drüber laufen? Okay, dann geh du halt. Ja... Ich schaff's selbst nicht. Och, nee. Warum sitzt du auf dem Boden, Bro? Ist das schmutzig? Was? Nein, das ist ziemlich sauber. Weißt du, hier ist schön gesäubert. Ja, deswegen sieht man auch die Fußabdrücke hier, weil es so staubig ist, Bro. Ja, macht Sinn. Ja, pff, ja gut. Das ist natürlich auch was anderes, ne? Komm, lauf. Hä, Bro, damit lauf ist... endlich raus, damit ich endlich weg bin von dir. Okay, ich spring da mal rüber, ja? Nein. Du bist... Weißt du was? Jetzt ist Schluss nein! mit lustig. Aua, ich bin runtergefallen. Jetzt ist Schluss mit lustig, Lumex. Jetzt ist hier Schluss, Leute. Er kauft sich auch eine Feder. Es ist jetzt Schluss mit lustig. Ich mach das jetzt auch. Ja. So. Da wirst Leute, du aber... Ja, ey, das aber, fühlt sich so gut an. Aber da wirst du merken, dass du ab hier nicht weiterkommst. Lumex zu sein, das fühlt sich so nice an, vor Lumex zu sein. Und ich hätte jetzt auch nicht helfen, Kollege. Ich hau jetzt auch ab. Tschü, ey, er fliegt einfach. Yo. Ey, warum kann man diese Dinge nicht öffnen? Feuer, Junge! Komm schon, jetzt stimm endlich! Alter, das ist wie mit so einem... Ja! Ey, danke! Danke, Bro! Dankeschön! Oh mein Gott, Alter, du bist der Beste! Du bist der Beste, Kollege, Alter! No, ich weiß zwar nicht, wie dieses Level funktioniert, aber ich spring einfach rüber. Ja, ich höre dich, Alter, du bist viel zu verpiepst da. Ich glaube, jetzt ist wieder groß, Bro. Oh Gott. Das wird. Ich bin hier gespawnt, was? Wo denn? Ja, das sage ich jetzt nicht. Das ist ja ehrenlos. Ach, wirklich? Ja, aber ich bin schneller da, als du gucken kannst. Ah, bam! Wo bist denn du? Ja, hier? Ich bin hier. Ja, kannst du... Bro, mach an! Mach das jetzt an! Aber nicht den Laser berühren, das tut weh sonst, ne? Den was? Den Laser? Bro, ey, wir werden dieses Level nicht schaffen. Wir werden das Level Real Talk nicht schaffen. Boomax, will es wirklich in die Länge ziehen, Alter! Ich will das wirklich in die Länge ziehen! Welche Farbe muss ich... Nein! Ey!
Ey, ich bin wieder hier, jetzt reicht's hier aber mal. Bro. Bro. Oh mein Gott, Lumix. Bro, ich spawn die ganze Zeit hier. Ich hab voll den Nachteil. Was hast du gemacht, Alter? So, aber muss ich drücken, blau, ne? Ja, blau und schlau. Oh, warte. Ich muss das jetzt für dich machen, ne? Ja, Bro, ich hab Timer für dich. Ich mach das nach Timer, Alter. Ich muss jedes Mal wieder voll viel zurücklaufen, weil ich die ganze Zeit hier spawne. Wir haben ein Problem. Ja? Nein. Die Tür, die ich aufgemacht habe, jetzt ist sie wieder zu. Und der Schlüssel ist da hinten. Warte, ich hab den in der Hand. Warum kann ich den nicht von innen öffnen? Du weißt schon, dass du mir die Lasertür noch aufmachen musst? Ja, deswegen sage ich das. Warte! Niemand legt sich mit mir an. Schaffst du das? Nein! Nein, er schafft es nicht. Oh mein Gott. Ey, das habe ich aber jetzt wirklich nicht absichtlich gemacht. Ich wollte nur kurz den Schlüssel betätigen, aber ich habe doch nicht gewusst, dass die Tür zugeht. Ey, jetzt reizt hier komplett. Jetzt reizt mir hier wirklich. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Bro, allem, ich habe mir gerade ein Item gekauft. Ich sterbe einmal, es wird mir wieder weggenommen, das Item. Nein. Doch. Oh Gott. Lumex, du musst irgendwas schaffen, dass du durch dieses Laser kommst. Bro, wie soll ich bitte ohne deine Hilfe durch den Laser durchkommen? Sag mal bitte. Vielleicht Unzerstörbarkeit für ein paar Sekunden oder mit einem Morph oder... Was ist Nuke All? Skip Stage. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich komm jetzt zu dir auf jeden Fall, auf schnellstem Wege. Ja, indem du die Stage skippst, ne? Ja, er macht's. Ich seh's. Digga, ich wurde gerade mal hierhin teleportiert. Ist es deren Ernst? Du musst es jetzt öfter bezahlen. Oh, Leute. Das ist alles deine Schuld, Bro. So, komm jetzt nochmal, ey. Ich muss mir so viele Robux wegen dir aufladen, Alter. Aber, ja, ich habe mich durchgekauft. Ja, Mann, er hat's geschafft, Leute. Er hat es geschafft. Hier ist ja der Polizeiofficer. Ja, du siehst. Weiß ich gerade nicht. Jetzt renn, Bro. Renn! Let's go. Ja, ey, Bro, wir sind safe. Oh Gott. Oh nein. Komm, Bro, das schaffen wir doch auch ohne Hilfe, oder? Ja. Meinst du, du schaffst den Impossible Jump? Probier mal auf die Kisten zu landen. Jo, es klappt. Es klappt einfach. Ey, jetzt will ich das auch machen. Oh mein Gott, das hat einfach funktioniert. Jo. Es klappt wirklich. Ey, das macht ja viel mehr Spaß, als man sich helfen muss, weil man hier nachdenken muss, wo man hinspringt. Also, das hat jetzt nicht viel mit Nachdenken zu tun, Bro. Schnelligkeitsfeder? Oh mein Gott. Oh. Was war das für ein Geräusch? Das war mein Motor. Okay, komm. Speedboot? Lauf drüber. Ja. Du Hacker. Du hackst. Nein. Du hackst. Bro, ich bin abgebounced. Ich hab, wenn du ganz kurz vorher abspringst. Warte mal. Nee, diesen Knopf. Hacker. Was Bro, passiert? 5 Sekunden. 4. Oh Gott. No! Oh mein Gott! Da steht Ausgang, Bro! Ja, da müsste es rausgehen. Okay. Junge, ey, ich kann dich nicht mal. Doch, ich kann dich schrumpfen! Hey, du wachst jetzt um! Weil du so klein und leicht bist! Weil du so leicht bist! Hä, wie cool ist das gemacht, weil du einfach klein bist? Bist du einfach nach oben gezogen. Die aber, Feder hat mich... oh Gott. Bro? Oh! Bro, du bist Captain! Bro, das ist der Endboss-Kampf! Ja, Bro, der schießt irgendwelche Sachen auf den Boden, du musst aufpassen! Ja, mach ich. Wie krank geht das gerade ab? Bro, ey, schieß einfach auf ihn, ich hab keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber wir müssen ausbrechen. Ich schieß auf. Boah, wir schieß machen gemeinsam. Auf. Wir schieß machen gemeinsam auf den Polizeigefechter. Schieß ihn Come ab, Mann! Komm on! Durch! Ja! Kann ich Lumex treffen? Nö, aber ich würde sagen, wer zur ersten Tür einläuft, hat gewonnen! Nein, das zählt nicht! Doch, ich bin war noch näher dran! Hä? Ich bin näher drin! Nein, ich bin Platz 1! Aus irgendeinem Grund steht auf Leaderboard ich!
Aus irgendeinem Grund steht da mein Name drauf. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil du die Lobby früher besucht hast. Aber der König bin ich. Es steht hier schwarz auf weiß. Endlich hab ich dich, Barry. Nach all den Jahren, wo du mich gefangen gehalten hast in deinem verschimmelten Gefängnis, ist die Zeit gekommen, dass ich dich endlich einsperre. Du Fiesling, das kannst du nicht tun. Lass mich sofort frei und mach die Handschellen gefälligst ab. Ha, das hättest du gern, Barry. Du wirst jetzt sehen. Wir werden heute eine Challenge machen. Und zwar wirst du mir beweisen müssen, ob du selber aus dem eigenen Gefängnis ausbrechen kannst. Ich gebe dir 10.000 Robux, wenn du schneller als ich ausbrichst. Okay, ich nehme das Angebot an. Aber lass mich gefälligst danach frei, du Fiesling. Das werden wir sehen, Barry. Und damit, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und ja, ihr habt den Titel richtig gelesen. Es stimmt, Leute, wir haben Barry einfach heute selbst ins Gefängnis eingesperrt. Also auch wenn ich gerade selber trotzdem im Gefängnis bin, da, ich erkläre euch das gleich. Aber was ihr euch auf jeden Fall vorher anschauen müsst, ist einfach mal Barry! Aber Leute, es ist nicht einfach nur Barry, sondern es ist der gefangene Barry. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der hat Handschellen dran. Und er hat eine Glatze. Also falls ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie es unter Barry seiner Mütze aussieht, er hat einfach eine Glatze. Und das Ding ist, wir sind zwar im Gefängnis, aber das Ding ist, Leute, Barry ist selbst auch im Gefängnis eingesperrt, weil wir haben ihn eingesperrt. Und das Ding wird jetzt sein, Leute, wer wird eher ausbrechen? Wir oder Barry? Und das Ganze werden wir jetzt herausfinden, solange er uns jetzt nicht voll furzt. Barry! Korrekt, Mann! Diesmal da nicht gefurzt, Leute. Okay, Leute, da hinten ist anscheinend wieder irgendein Geheimgang. Da ist eine VIP, irgendeine VIP-Lounge, da kann man sich krasse Sachen kaufen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall später rein, aber jetzt würde ich sagen, hat er sich gerade am Po gekratzt? Egal, Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg nach draußen, weil das Ding ist, Leute, das ist auch nicht einfach nur ein Barry-Gefängnis, sondern das komplette Gefängnis hat ein Upgrade bekommen, weil, Leute, das macht natürlich auch am meisten Sinn, dass es nicht 1:1 das gleiche Gefängnis wie beim normalen Barry-Gefängnis ist, weil sonst wüsste Barry ja genau, wie man hier am besten ausbricht. Und genau deswegen ist das komplette Gefängnis einmal überarbeitet worden. Ihr seht, das ist übel schwer gemacht, Junge. Hier gibt es komplett neue Hindernisse, die wir hier auf jeden Fall überwinden müssen, bevor wir ausbrechen. Ich würde sagen, wir machen hier direkt links, rechts, oben, unten, drück einmal den roten Knopf, bam. Okay, Leute, die Dinger sind schon mal oben, aber das Ding ist, gibt es hier noch irgendeinen Geheimgang? Hier ist wieder eine Geheimtür. Boah, meine ich, kann wieder einen Code eingeben? Nee. Ey, das Ding ist, es wird schon wieder irgendwelche Easter Eggs geben, Leute, auf die wir achten müssen. Aber bevor wir jetzt gleich ausbrechen, gucke ich erstmal ganz kurz, ob wir Barry hier ein bisschen ärgern können heute. Ich gehe mal ganz kurz in den Shop rein, Leute. Und zwar habe ich mir gedacht, werden wir uns einmal ganz kurz die Telekinese kaufen. Und damit können wir Barry hoffentlich ein bisschen pranken, ne? Weil das Ding ist, Leute, ich wurde schon so oft von ihm eingesperrt in Roblox. Wir müssen uns heute ein bisschen rächen. Und das Ding ist, wenn er heute schon mal selbst eingesperrt ist, dann können wir auch gleich ein bisschen ärgern. Das heißt, einmal den Dinger hier aufmachen und zack, zack, zack. Ey, das ist so lustig, Leute. Einfach heute das erste Mal, dass wir Barry selbst im Gefängnis sehen. Er hat auch seine Gefängniskleidung an. Oh, guck mal, er guckt auch gerade, wie er ausbricht. Barry? Ey, entspann dich! Komm her! Ey, das geht nicht. Doch, es geht! Barry! Was willst du machen, hä? Da hab ich dich wohl, hä? Barry, ab nach oben mit dir. Kann ich ihn da oben drauf packen, Leute? Oh, ey, okay, entspann dich, Barry! Geh weg, Mann! Leute, ihr müsst ihn irgendwo hin teleportieren. Warte. Barry, geh wieder da runter! Ah! Ey, das geht nicht! Ah! Oh mein Gott! Oh, der kann klettern! Er kann klettern! Ah! Oh, Barry, entspann dich! Ich glaube, er hängt fest mit seinen Handschellen. Jo, Barry, soll ich dir helfen? Leute, ich glaube, wir müssen Barry kurz da raushelfen. Er steckt fest. Barry, komm her! Ey, das geht nicht! Ich wurde gescammt! Das Ding macht einfach gar nichts. Ich wurde einfach gescammt, Leute. Egal. Barry, du steckst fest. Ich breche eher als du aus. Hast du Pech gehabt? Oh mein Gott, Leute. Wir brechen einfach vor Barry aus seinem eigenen Gefängnis. Ja! Guck mal, da hinten, Leute. Da ist ein Noob eingesperrt. Guck mal. Da ist sogar Noob. Der Arme. Aber ich habe keine Zeit, ihm zu helfen, Leute. Oh nein. Oh nein, komm schon bitte nicht. Nein. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ah, nein, Leute.
wir müssen wieder runter. Ey, Junge. Okay, warte, Leute, jetzt schnell. Barry ist stuck, Leute. Guck mal, er hängt mit seinen Handschellen fest. So ein Idiot. Ja, willst du mich fangen, Bär? Junge, was war denn das jetzt? Machst du jetzt ja auch Teleportation auf einmal oder was hier? Sag mal, komme ich eigentlich jetzt dran vorbei, ohne dass er mich jetzt schnell... Oh mein Gott, Junge, entspann dich doch! Junge, das war so knapp. Aber Leute, wir haben die Tür geöffnet. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall ausbrechen und du machst einen Abgang, Junge. Komm her! Ja! Ich habe den Spieler umgebracht. Let's go! Oh Mann, ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Oh Mann, oh Mann. Okay, aber jetzt würde ich sagen, nichts wie raus hier. Und ihr seht auch, das komplette Bad wurde einmal überarbeitet, Leute. Oh mein Gott, das sieht komplett anders aus. Und warte mal, ist hier wieder... Was? Piranhas. Okay, Leute. Dann, hier ist der Ausbruch. Bäh, reingefurzt. Und da ist ein Kackhaufen an der Wand. Und was ist das? Hier ist irgendein geheimer Spind, Leute. Ich will hier rein. Es muss wieder irgendein geheimes Easter Egg geben. Ich sag euch ehrlich. Aber egal, wir haben keine Zeit. Wir müssen ausbrechen. Gib mir die Schaufel. Wir müssen ab nach unten. Zack, zack, zack. Und warum ist das... Lol, warum ist das bunt, Leute? Einfach Rain... Oh mein Gott. Oh nein. Wir sind in der Hölle angekommen. Und warum gibt's hier... Warum gibt's hier einen Pomnimorph? Hä? Okay, wartet, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen... Oh mein Gott, 1500... Egal. Wir kaufen uns kurz für 1500 Robux, Leute. Das VIP-Bundle. Damit bekommen wir theoretisch eigentlich alle Items. Oh mein Gott. Und guck mal, jetzt kann ich theoretisch easy mein Jetpack nehmen. Ja! Yeah! Und kann hier einfach drüber fliegen, Leute. Let's go! Langweilig. Ich laufe hier nicht drüber. Ich fliege rüber. Haut rein, Jungs. Tschüss! Dachtet ihr wirklich, ich laufe hier drüber? Nee, Junge, ich fliege hier drüber. Ey, Leute, das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, ob Barry versucht auszubrechen. Kann auch sein, er ist immer noch stuck mit seinen Handschellen da und hängt immer noch fest. Richtiger Vollidiot, Leute. Okay, jetzt hier einmal durch. Nicht die Spikes berühren, sehr gut. Hier kommt jetzt wieder, oh mein Gott, da kommt eine Riesenkugel. Oh! Junge, ich wollte gerade fragen, ob da wieder irgendeine Riesenkugel kommt, aber ich glaube, es sieht so aus, Leute. Oh, da ist eine Geheimkiste, Schatzkiste. Ey, die gibt sich auf, mach auf. Scam. Egal, Leute, wir laufen weiter, komm schon. Das ist, ey, was ist das eigentlich? So eine Mine oder irgendwas hier, Leute, ne? Schaffen wir das? Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Oh mein Gott, Junge, war das knapp. Okay, jetzt schnell. Jetzt schnell laufe. Renn schneller. Oh. Okay, Leute, wir haben es. Komm, jetzt machen wir einmal auf cool. Nehmen wir den Crappler einmal und einmal zack. Oh, oh nein. Wir sind in den Backrooms, Leute. Ich habe mich in den Backrooms... Ich habe mich aus dem Map rausgeklitscht. Nein, oh mein Gott, Leute. Ich will mich zurücksetzen. Nein. Och, und ich muss wieder alles von vorne machen. Ey, ihr seid solche Vollidioten, ne, Leute? Ist jetzt hier oben ein Barry-gefangener Ritter? Oh! Ah! Der gefangene Barry-Ritter ist auch da, Leute. Oh, rein, schneller! Warte mal, kann ich... Ich muss... Warte, Telekinese, Telekinese! Weg mit dir! Okay. Dreh doch! Ah! Telekinese! Kann ich ihn aus der Web rauspacken? Ich hab ihn aus der Web rausgepackt. Guck mal, Leute. Warte. Man hat's gerade gesehen. Oh! Er hat mich durch die Wand durchgefangen, Junge. Was ein 31er. Junge, so ein Vollidiot. Du bist schuld, Mann. Oh, ups. Diesmal hat der Strahl funktioniert, Leute. Ich habe ihn einfach umgebracht. Und geh jetzt nichts mehr ab nach oben. Renn! Oh, links, rechts. Renn schneller! Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist so nice. Das Ding ist einfach, ich habe das noch nie erlebt, dass einfach Barry selber im Gefängnis gelandet ist. Das ist einfach so lustig. Weil das Ding ist, guck mal, sonst wird wir immer eingesperrt von Barry. Hätten uns immer angefurzt und uns ausgelacht. Und jetzt ist er einfach selber im Gefängnis. Und kommt nicht raus, weil er einfach festhängt mit seinen Handschellen, Leute. Und wer ist er denn? Hä? Yo, das ist irgendein Morph, Leute. Weg mit dir, Junge. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Boah, Leute, da haben wir uns einmal ganz kurz das gelbe Red Bull reingepfiffen. Das gelbe Red Bull, muss ich sagen, ist noch mit eins der besten auf jeden Fall. Aber, Leute, kein Red Bull trinken. Energy ist nicht gesund. Das brauchen wir jetzt auch hier nur fürs Ausbrechen. Oh mein Gott, nicht runterfallen. Komm schon, renn schneller! Okay, das haben wir. Jetzt einmal nichts wie ab nach oben. Zack, 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 zack. Ey, Leute, wir haben einfach Barry heute selbst ins Gefängnis eingesperrt. Das müsste ich mir überlegen. Einfach selbst Barry ist jetzt hier stuck im Gefängnis. Das ist unglaublich. So, einmal die Leiter nehmen wir uns natürlich hier. Zack, 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 zack. So, dann schnappen wir uns einmal die Leiter. Hier ist ein Telefonzellen. Oder telefoniert noch einer. Hallo.
Ey, ich kann leider nicht raushelfen. Tut mir leid, Mann. Ich muss weiter. Tschüss. Okay, Leiter einmal hier abstellen. Was ist das? Hier ist wieder irgendein Geheim. Ey, Leute, es gibt die ganze Zeit so Geheimgänge. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ey, wir müssen das irgendwie aufbrechen. Leute, wenn ihr eine Idee habt, wie wir da reinkommen, schreibt mal in die Kommentare. Guck mal, da geht's auch hinten weiter. Da steht irgendwas. Was steht da? Da steht irgendwas, Leute. Back? Was steht da? Irgendwas mit Back steht da. Da muss das irgendwie reingehen, Leute. Ey, ich komme hier nicht hoch, Mann. Lass mich doch jetzt raus, Junge. Oha! Wie geil sieht das denn hier aus, Leute? Ey, Leute, das ist einfach Super Mario, Leute. Guck mal. Und hier sind Spikes, da liegen auch so Münzen, lol. Okay, da habe ich aber nicht reinfallen. Ey, das Gefängnis ist ja übel geil gemacht, Leute. Ich sag ehrlich. Okay. Ey, ich habe ein bisschen Angst, Leute, dass uns der gefangene Barry verfolgt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, jetzt nicht runter in die Spikes reinfallen. Deswegen sage ich euch ehrlich, manchmal muss man auch einfach den Jetpack rausholen und bis mit dem Jetpack fliegen. Ich meine, ich habe mir ja nicht umsonst gekauft hier. So, dankeschön, Jetpack. Ey, nein, Leute, die Ventile. Ihr wisst alle, ich drehe nie diese Ventile zu. Das dauert mir immer viel zu lange. Guck mal, ich jetzt erst hier runterlaufen muss wieder. Okay, warte mal, da ist einer, Leute. Warte, da ist einer, da ist einer. Warte. Und, komm her. Ich bin gestorben. Oh nein. Ey, Junge, ich wollte hier noch nur. Warte, kann ich von hier oben? Warte. Ja! Okay, das war nicht lustig, Leute. Mach das nicht, das ist nicht cool. Okay, aber jetzt zurück zum Ventilen, Leute. Wir machen die nie zu. Sondern wir nehmen einfach ein Chatpack und fliegen drüber. Danke, tschüss. Hoch und runter. Und dankeschön, tschüss. Okay, Leute, jetzt einmal nichts mehr raus hier. Oh mein Gott, oh nein, okay. Jetzt kommt Jump'n'Run. Renn, spring. Oh mein Gott, Leute, komm schon. Schneller, spring. Okay, Leute, wir könnten es schaffen. Okay, komm schon, sehr gut, nicht reinfallen. Und hier sind auch irgendwelche komischen Kohlekraftwerke, ne? Digga, holy moly. Das komplette Barry-Gefängnis wurde echt einmal komplett geupgradet, dass Barry selbst hier nicht ausbrechen kann. Aber das Ding ist, Leute, wir kennen uns natürlich aus hier im Barry-Gefängnis und deswegen kommen wir auch easy raus hier. Ey, das Ding ist, wir müssen uns eigentlich gleich mal noch VIP kaufen zum Ende, weil... Och nö. Da ist der Barry-gefangene Chefkoch, Leute. Richtiger Dödel, Leute. Aber das Ding ist, wir können ihn theoretisch mit Telekinese wieder einfach wegteleportieren. Wir haben ihn... Sollen wir wieder aus der Map rausbacken, Leute? Wartet mal, wir backen ihn aus der Map raus. Warte. Wir haben ihn aus der Map raus. Digga, ich bin ja so dumm. Bro, ich muss ihn doch töten, damit ich weiterkomme. Es kann sein, ich habe das komplette Spiel kaputt gemacht. Oder warte, kann ich ihn trotzdem noch töten? Bitte treff ihn doch. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ey, muss ich jetzt Robux ausgeben, um das Level zu überspringen oder was? Ey, Junge, was ist Scam? Wir müssen das Level skippen, Leute, weil ich hab's kaputt gemacht. Es geht nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das Spiel offiziell kaputt gemacht. Wir haben das Spiel offiziell kaputt gemacht, Leute. Bitte sag, ich kann respawnen einfach. Und er respawnt auch. Oh mein Gott, wir haben so Glück gehabt. Er ist auch respawned. Okay. Jetzt kriegt er nochmal auf die Schelle. Komm her, jetzt kriegst du den hier. Bam! Willst du mir sagen, das zählt nicht? Junge, was ist denn das für ein Scam-Projekt hier? Wir müssen ihn wirklich, Leute, mit der Essensbazooka kaputt machen, damit das zählt. Junge, kann ich ihn wenigstens tasern und ihn außer Gefecht setzen? Junge, der Taser geht auch nicht! Was? Junge, ich wurde ja komplett gescammt hier in dem Spiel. Für was habe ich 1500 Robux ausgegeben, ja, ehrlich jetzt. Gib mir jetzt die Bazooka. Junge, schieß! Friss auch so Gemüse, du fette Opa! Warum ist er so langsam? Der ist ja... Und was mit seinem Bauchnabel, Leute? Durch seinen Bauchnabel kann ich gefühlt durchgucken einfach. Sein Bauchnabel geht einfach gefühlt durch seinen kompletten Körper durch, Leute. Guck mal. Da passt mir auch gefühlt rein, so groß wie der ist. Bruder, wie klang das denn? Er ist einfach explodiert, Leute. Und die Tür ist aufgegangen. Das heißt, wir können weiter. Let's go. Und wir rennen. Und wir rennen. Und wir rennen. Und wir rennen. Zack, zack, zack. Und jetzt gibt's eine fette Arschbombe. Oh, 3, 2, 1. Boing. Wow. Boah. Oh, aua. 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 Oh. Boing. Okay, Leute. Das hätten wir. Ey.
Es ist nicht mehr weit bis zum Ausgang, Leute. Es ist nicht mehr weit bis zum Ausgang. Gleich gibt es den ultimativen Endboss gegen den gefangenen Barry. Ey, ich hoffe mal, wir sind stärker als er, Leute, ne? Ich hoffe echt ein bisschen stärker als er, weil das Ding ist, Leute, ich glaube, Barry wird ein bisschen sauer sein, dass wir ihn eingesperrt haben. Und deshalb wird er sich richtig Mühe geben, uns wieder einzusperren. Aber das lassen wir nicht zu, Leute, ich sag ehrlich. Wir brechen jetzt aus hier, komm schon, flieg höher. Okay, nicht den Laser berühren, nicht den Laser berühren, sehr gut, sehr gut. Und oh mein Gott, Leute, das ist fast das Ende, das ist fast das Ende. Das ist fast das Ende, checkt ihr das, Leute? Da vorne, hinter dieser Tür, wird sich der krasseste Barry-Endboss aller Zeiten befinden. Okay. Leute, macht euch bereit für den ultimativen Endboss. Ich würde sagen, wir cheaten jetzt nicht komplett rein. Auf Ehre. Nehmen wir hier selber nochmal die Metallplatten. Zack. Komm schon. Sehr gut. Mache einmal so hier. Bam. Ja, Digga, das war's ja wirklich mal komplett. Danke für gar nichts. Junge, das Ding ist einfach hochkant ins Nichts gefallen. Junge, ich habe nur noch zwei Stücken übrig. Ey, komm schon. Gib her jetzt. Gib her. Jetzt aber. Junge, die wackeln echt ganz schön. Aber wir nehmen direkt nochmal dieselbe Platte. Ja? Wo? Leute, wir haben's. Oh mein Gott. Wow. Okay, okay, okay. Okay, Leute. Macht euch jetzt gefasst. Für den krassesten Endboss aller Zeiten. Für den gefangenen Barry. Okay, Leute, ich bin gespannt. Lasst doch mal einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir stellen uns unserem größten Erzfeind. Let's go! Digga, wer ist das denn? Was ist das denn für ein Scam? Das ist doch gar nicht Barry! Das ist Fake Barry! Oh ja, trotzdem Miniguns! 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 Leute, der kann Miniguns so hoch kann schießen. Das konnte vorher keiner. Er hat eine Special-Attacke! Special-Attacke! Wir machen Trick 18, Leute. Trick 18, Trick 18, Trick 18. Chatpack, Chatpack. Wir fliegen aufs Dach hoch. Wir fliegen aufs Dach. Oh mein Gott, Leute, wir fliegen aufs Dach hoch. Er kann uns nicht treffen hier. Wir haben ihn hops genommen. Wir haben ihn hops genommen. Wir sind auf dem Dach oben drauf, Leute. Wir haben das Spiel wieder kaputt gemacht. Und jetzt können wir ihn einfach abschießen und er kann nichts machen. Wir haben ihn offiziell hops genommen. Nimm das, Barry. Das ist dein Ende. Ende jetzt hier im Gelände. Komm her. Nimm das, du fetter Opa. Sehr gut. Ey, ich treffe nichts. Ey, die zählen nicht. Die Schüsse zählen nicht. Wartet, wartet, wartet. Wir müssen weiter runter, glaube ich. Hast du noch einen Arm, du Opa? Komm her jetzt. Yeah! Nimm das, du Opa! Du kannst nichts machen. Letzter Schuss. Yeah! Let's go, Leute. Wir haben's geschafft. Ja! Und rein ins Militärauto. Wir sind offiziell entkommen. Und zwar vor dem Barry, Leute. Wir haben den gefangenen Barry abgehangen. Nichts wie raus hier. Brech die Dinger auf da. Bam, Junge. Oh mein Gott. Oh, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell. Tschüss. Wie schnell waren wir denn, Leute? Oh, hier ist auch komplett geupgradet. Hier sind irgendwelche komischen Sandhügel da. Okay, warte mal. Wie sieht das aus, Leute? Kann ich mit Crapper da hoch einfach? Yo. Danke. Ey, Scam. Scam. Hallo. Scam. Hallo. Scam. Ich will da hoch jetzt. Oh mein Gott, das ist ja der größte Scam, dieser Crabbler. Wir müssen ein Chatpack nehmen, Leute. Wie sieht es hier hinten eigentlich aus? Okay, wieder irgendwelche komischen Treppen da. Easy peasy. Hier ist nochmal ein Helikopter. Sehr gut. Ey, kommen wir jetzt in den VIP-Raum rein, Leute. Das wäre interessant. Kommen wir jetzt in den VIP-Raum rein. Komm schon, flieg. Heb ab. Und ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Ja, da wurde es grau. Und? Oh. Wir sind im VIP-Raum, Leute. Let's go. Und da ist der gefangene Barry. Können wir ihn morphen? Wir müssen das kaufen. Wie viel kostet das? Ein Robux. Ja, easy, Leute. Ein Robux gebe ich gerne dafür aus. Okay, komm. Ein Robux. Kriegen können wir jetzt selber als gefangener Barry spielen, Leute. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, Leute, ob wir uns in Barry verwandeln können und... Digga, ich hab's doch gerade schon gekauft. Was ist denn das für ein Scam hier? Ach ja, ich soll es nochmal kaufen, aber jetzt für 500. Digga, Leute, dieses Game ist schon wieder so ein Scam hier. Jetzt habe ich es für 500 gekauft. Jetzt lass mich gefälligst in meinen gefangenen Barry verwandeln. Ja! Ja, wir sind der gefangene Barry!
Nein, sagt nicht, wir können selber jetzt Leute gefangen nehmen, Leute. Wir können jetzt wieder selber als Barry spielen und andere Leute einfach fangen. Okay, das ist cool. Jetzt können wir als gefangener Barry Leute fangen. Und können wir furzen? Ah, wir können furzen und du bist gefangen. Ja! Ah, wie cool. Leute, das macht so Spaß. Wir können uns jetzt wieder hier überall hin teleportieren in die Zellen. Wir können uns hier in den Dungeon rein teleportieren zum Beispiel. Wir können hier Leute... Oh, da ist sogar einer. Einmal kurz furzen. Und jetzt würde ich sagen, wirst du gefangen, Kollege. Komm her. Komm her. Du wirst gefangen genommen. Hab dich. Leute, wie cool. Jetzt können wir auch noch selber Leute gefangen nehmen. Hä? Wie OP? Okay. In den Phone-Zellen. Ist da vielleicht... Leute. Guck mal. Hier ist diese geheime Tür, von der ich vorhin gesprochen habe. Und hier ist sogar wieder einer. Du bist auch gefangen. Komm her. Boah, drei Leute schon. Digga, das macht so Spaß. Einfach selbst als Barry zu spielen, ein bisschen rumzufurzen. Ist im Bad vielleicht noch einer? Wir hatten gerade echt Glück, Leute, dass überall welche waren. Wenn jetzt hier auch noch einer ist, dann ist es echt komplett OP. Ich höre welche. Nein, nein, nein. Ich höre welche. Ich höre welche. Ich höre welche. Ey, warte, wir verstecken uns, Leute. Hier kommt, glaube ich, safe gleich noch welche. Oder? Gehen wir wieder zu den Zellen. Ey, Leute. Können wir God-Mode aktivieren? Nein! Nein! Wir können jetzt mit God-Mode die ganzen Leute fangen. Ja! Junge, es ist so ehrenlos. Komm her! Wir dürfen nämlich heute einfach mal nicht die Farbe rot berühren. Und es gibt halt eine schlechte Sache daran. Und zwar befinde ich mich nicht in irgendeinem Barry-Gefängnis, sondern in einem roten Barry-Gefängnis. Ihr seht, die komplette Zelle ist rot. Alles ist rot. Selbst Barry da vorne ist rot, Leute. Also, ja, ihr seht's richtig. Und das Ding ist, Leute, ihr habt es bestimmt auch schon oben links gesehen. Und zwar haben wir insgesamt 5 Leben. Und das Ding ist, sobald wir die Farbe rot berühren, bekommen wir ein Leben abgezogen. Und sollten alle Leben weg sein, endet dieses Video hier sofort. Deshalb, wir schnacken gar nicht lang, sondern ich versuche direkt mal hier aus dem Barry-Gefängnis auszubrechen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie eine rote Wand berühre. Ihr bekommt das auch immer angezeigt. Sobald ich die Farbe rot berühren sollte, kommt ein Signal, damit ihr auch genau seht, dass ich sie berührt habe. Aber ich würde sagen. Oh, Junge, das ist halt schon mal unnormal knapp, Digga. Wir müssen halt jetzt wirklich hier dran vorbei. Und meine Hand ist einfach so 1 Millimeter von der Wand entfernt. Ey, ich habe keine Ahnung, wie wir das hier schaffen sollen, Digga. Es ist so knapp alles. Okay, jetzt einmal hier zum nächsten Rohr. Zack. Oh, hey, das ist alles so knapp. Aber gut, ich würde sagen, wir schleichen jetzt hier einmal am Rand entlang, Leute, und gucken einfach, dass wir hier ganz entspannt durchkommen, ohne die Farbe rot zu berühren. Okay, wir sind jetzt hier auch direkt im Lüftungsschacht. Und das Ding ist, das Gefängnis ist nicht einfach nur rot, sondern es ist doch einfach viel schwieriger gebaut. Und zwar seht ihr zum Beispiel hier auf diesen Stufen sind einfach mal so komische Laserteile. Und die sind auch rot. Bedeutet, sollte ich diese Laser berühren, kriegen wir direkt ein Leben abgezogen. Das gleiche ist auch der Fall für die Lava da unten. Wenn ich da reinfall, war es komplett. Deswegen, ich würde sagen, wir machen den ersten Sprung. Nein! Oh mein Gott, das kann nicht sein. Nein, ich habe ein Leben verloren. Oh mein Gott, ey, es ist so schlecht. Nein. Bruder, wie konnte ich so schlecht abspringen, hä? Ey, das Video geht gerade mal 2 Minuten und wir haben nur noch 4 Leben übrig. Ey, Leute, ihr müsst mir die Daumen drücken. Lasst einen Daumen nach oben da, dass ich das hier wenigstens bis zum Ende schaffe, weil ich will nicht hier schon nach 5 Minuten aufhören. Aber gut, den Sprung haben wir geschafft. Jetzt noch einmal hier zur anderen Seite. So, jetzt hier noch einmal zur nächsten Stufe und zack. Okay, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen hoch geschafft. Das ist schon mal ein Anfang. Nur das Ding ist, es sind überall so rote Minen gelegt. Und das muss halt auch alles rot sein. Es ist so schlecht. Digga, sobald ich das berühre, dann kriege ich mir ein Leben abgezogen. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Aber gar kein Ding hier für den King. Wir sind da super easy durchgekommen. Okay, wir sind einmal gestorben. Aber ich würde... Ey, warte mal. Hallo, warte mal. Der Knopf ist rot. Ich muss den drücken. Sonst komme ich nicht weiter. Ey, kann ich irgendwie anders... Ja, natürlich.
natürlich sind die Stacheln da unten auch rot. War klar, was sonst? Ey, wir haben ein dickes Problem. Ey, wenn ich den Knopf drücke, verliere ich direkt ein Leben, Leute. Ihr seht, es ist geisteskrank schwer. Wir können einen Deal machen, okay? Ich würde sagen, wir dürfen auf den Knopf draufdrücken, ohne dass wir ein Leben verlieren, wenn ihr jetzt alle den Kanal abonniert. Weil der Abonnieren-Button wird bei manchen von euch bestimmt noch rot sein. Deswegen drückt für mich den roten Knopf, damit ich es nicht machen muss. Ist das ein Deal? Okay, ich würde sagen, bei drei, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert jetzt. Okay, bei drei. Eins, zwei, drei. Bam. Oh mein Gott, das hat funktioniert, Leute. Schaut mal, ihr habt für mich den roten Knopf gedrückt und jetzt sind die Teile aktiviert. Jetzt müssen wir nur noch hier drüber kommen, ohne dabei zu sterben. Und das ist auch nicht so einfach. Aber gar kein Ding, ihr seht, wir haben auch das problemlos geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken, dass wir da durchkommen. Weil auch dieser Laser ist natürlich wieder mal rot. Wer hätte es gedacht? Okay, Leute, wir reißen uns zusammen. Wir schaffen das, okay? Komm schon. Eins, zwei, drei! Oh. Bro, oh mein Gott, das war so knapp. Gefühlt wurde ein Haar von mir abgeschnitten. Das war haarscharf, Leute. Aber wir sind nicht gestorben. Das heißt, es geht jetzt eine Etage weiter nach unten. Ne? Und hier wird es erst richtig schwer, weil da vorne, Leute, da ist der rote Barry. Er steht da vor meiner Zelle und guckt bestimmt gerade mit der Lupe, wo ich bin. Aber der Dummkopf hat wieder geschlafen und hat nicht gecheckt, dass ich ausgebrochen bin. Aber gut, ich würde sagen, Leute, soll ich einfach durchlaufen? Wenn er mich fängt, bekomme ich ein Leben abgezogen, weil er ist ja auch rot. Egal, ich würde sagen, bei drei, Leute, komm, bei drei, eins, zwei, drei, jetzt, komm. La, la, la. Oh, oh nein. Hey, hey, Barry, warum bist du so schnell? Hey, hey, Barry, komm schon. Barry, ah, du kleiner 31er. Ich hab Leben verloren. Ey, komm schon. Wir haben nur noch drei Leben übrig. Ey, das ist doch unfair, Junge. Jetzt mal ehrlich. Und vor allem, da vorne ist wieder ein roten Knopf. Den habe ich auch vergessen zu drücken. Das ist unmöglich, Digga. Ey, wir können wieder ein Deal machen, Leute. Und zwar, lass es uns so machen. Ich darf für 10 Sekunden ein Special-Item benutzen. Eins von denen hier. Aber das darf ich nur, wenn ihr alle jetzt einen Daumen nach oben da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Deswegen, ich würde sagen, kommt, Leute. Wir machen hier wieder eine Ausnahme. Ihr müsst mir helfen, weil anders geht das gefühlt gar nicht. Ich würde sagen, für 10 Sekunden Special Item, okay? Lasst alle einen Daumen nach oben da. 3, 2, 1 und BAM! Oh mein Gott, was ist das denn? Leute, ihr habt alle einen Daumen nach oben da gelassen und ich habe irgend so einen Teppich bekommen. Was ist das für ein Teppich? Also ich nehme mal an, dass man damit fliegen kann oder so. Ich würde sagen, wir werden es herausfinden, okay? Komm. Barry kommt schon. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich aktiviere. Oh! Oh mein Gott, was ist das? Was geht da unten, ne? Kannst du mich einfach nicht fangen? Ey, ich kann einfach fliegen damit. Aber nein, der Countdown läuft einfach noch 3 Sekunden. Oh mein Gott. Ah! Digga, das war knapp, Digga. Oh mein Gott, ich bin direkt hier oben, auch am roten Laser direkt vorbei. Sehr gut. Ey, das war richtig knapp. Ich darf das ja nur 10 Sekunden benutzen. Aber Leute, wir haben es geschafft. Super easy hier. Das heißt, es geht einmal weiter jetzt hier runter zu den Toiletten da. Und das Ding ist, wir haben noch 3 Leben übrig. Also wir sollten besser jetzt nicht nochmal irgendwo sterben. Ne? Das heißt, wir gucken und die Toiletten sind Gott sei Dank weiß geblieben. Also hier ist nichts rot. Also wir können ja mal kurz durchschauen, ob hier irgendwas anders... Okay, okay, okay. Nee. Auch nicht? Ja, okay, da ist wieder unser Loch. Ich würde sagen, wir snacken uns die Schaufel und buddeln uns hier einmal nach unten. Zack, 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 zack. Nom, 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 nom. Oh mein Gott. Oh nein, was ist das denn? Oh nein, hier ist wieder alles rot. Ey, die Barry-Höhle. Guck mal, hier sind sogar so rote Stacheln, Leute. Ey, wenn wir hier in die Lava reinfahren, dann ist Ende im Gelände. Ich sag ehrlich. Also, drückt mir lieber die Daumen, dass ich jetzt nicht runterfall. Sonst ist das Video direkt zu Ende. Ihr wisst, wenn alle Leben weg sind, endet das Video direkt. Aber gut, ich würde sagen, wir springen hier jetzt einfach mal durch, in der Hoffnung, dass wir hier nicht in die Lava reinfallen, natürlich, Leute. So, okay, jetzt wird es noch richtig schwer. Und zwar ist da einfach so eine Lavawand, die immer nach oben geschossen kommt. Okay, wir müssen uns jetzt anstrengen, okay. Wir warten, wir timen das sehr gut und wir springen direkt. Okay, jetzt hier auch nochmal ganz gut timen und wir springen direkt und... Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Habt ihr gesehen, eine Millisekunde später ist die Lava nach oben gekommen. Oh mein Gott. Aber okay, wir haben es gerade so... Oh, ey, 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 hallo, hallo, ey! Ey! Was ist das denn? Hier ist ja alles rot. Ja, Bro. Bro, danke für gar nichts. Also, da kann ich doch nur verlieren. Sag mir mal bitte, wie ich das jetzt hier machen soll, ohne zu sterben, hä? Wie soll ich das machen? Wir machen wieder einen Deal. Ich darf wieder ein Special-Item benutzen, wenn ihr alle irgendwas kommentiert, Leute. Ist egal was. Kommentiert einfach irgendwas. Dann darf ich für 10 Sekunden wieder ein Special-Item benutzen, okay?
10 Sekunden. Okay, kommentiert. 3 Sekunden. 3, 2, 1. Er hat kommentiert. 10 Sekunden. Ab jetzt. Okay. Jetzt einfach nur noch durchfliegen, nicht getroffen werden. Ah! 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 Oh, oh, flieg! Ah! Digga, die Kugel war ja so close. Ah! Rein hier! Ah! Wir haben es geschafft. Oh, 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 und da ist wieder irgendein Monster. Oh, oh, der rote Barry-Ritter. Hey, hey. Wir haben es gerade so hier hoch geschafft, ne? Gerade so haben wir es geschafft, hier ohne die Farbe rot zu berühren, mit einem Special-Item. Und wer wartet auf mich? Na klar, der rote Barry-Ritter, ne? Der wird mir gleich so eins auf den Dötz hauen, dass ich erstmal die 3 Jahre Mittagsschlaf mache. Ey, wie soll ich denn da dran vorbeikommen jetzt? Ich sag ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung. Zumindest keine Ahnung, wie wir es machen sollen, ohne Farbe rot zu berühren. Aber wir werden es herausfinden. Ich werde mich an dem Opa vorbeischleichen. Pass auf, wir schleichen uns ganz langsam. Wir warten, bis er hinten in der Ecke ist. Und dann rennen wir um unser Leben, Leute. Dann rennen wir einfach nur noch los, okay? Jetzt! Oh, renn! Er ist schnell, er ist schnell, er ist schnell, er ist schnell. Renn, 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 dreh. So, bam, und jetzt raus hier. Hey! Warum ist er so schnell? Digga, ey, das bockt dich. Warum? Ich hab noch 2 Leben, noch 2. Bro, er ist schneller als keine Ahnung wer. Bruder. Aber okay, wir haben wenigstens die Tür aufbekommen, Leute. Das Ding ist jetzt nur, wir müssten jetzt halt nochmal an ihm vorbei. Und er ist schneller als weiß ich nicht. Aber das ist mir egal, weil ich renne einfach durch. Oh, er ist schnell. Ah, renn! Oh, oh mein Gott, da kommt noch eine Kugel von oben gerollt. Digga, wollt ihr mich hier komplett hops nehmen oder was? Digga, was ist das denn? Bitte nicht treffen. Danke. Ey, Leute, das Perry-Gefängnis hier ist komplett gestört. Ihr seht, also keine Ahnung, wie man es schafft, es euch auszubrechen, ohne von Rot getroffen zu werden. Selbst die Kugel ist wieder rot. Aber alles gut, wir schaffen das. Ich habe es am Barry-Ritter vorbeigeschafft. Jetzt müssen wir es nur noch an der Kugel vorbeischaffen. Ah! Oh, oh, ah! Oh mein Gott. Ey, Leute, keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben es geschafft. Jetzt heißt es nur noch einmal aufs Knöpfchen drücken und ab nach oben. Das Ding ist, ne, ihr wisst nach wie vor, wir haben noch 2 Leben übrig. Und sollten wir noch 2-mal sterben, dann endet das Video hier. Deswegen lasst uns lieber schauen, dass wir nicht noch mehr hier die Farbe rot berühren. Das heißt, wir... Bro, das ist schon wieder gar nicht lustig. Das ist wieder gar nicht cool, dass dieser Knopf, den ich brauche für den Energy Drink, um hier drüber zu kommen, dass der wieder mal zufälligerweise rot ist, ne? Ihr hättet alles machen können. Ihr hättet gelb nehmen können, ihr hättet grün, ihr hättet blau nehmen können. Aber nein! Ihr nehmt rot! Ihr Kleiner und Träuchiger. Ey, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe einen Burger dabei, Leute. Ich nehme einfach den Burger zwischen meine Hand und drücke mit dem Burger den Knopf. Dann hab ich nicht die Farbe rot berührt, sondern der Burger. Ha? Schlau im Leben muss man sein. Achtung! Und bitte, bitte kein Herz verlieren. Bitte kein Herz verlieren, bitte kein Herz verlieren! Ich trinke den Burger. Es hat funktioniert. Ich habe das Spiel ausgetrickst. Jetzt aber nichts wie ab hier drüber. Oh mein Gott. Und hier unten sollten wir auch nicht hinblumsen, weil da ist wieder Lava oder sowas. Und natürlich sind wieder hier rote Laser. Ach, Digga, das ist doch alles schon wieder kacke hier. Warum müssen hier rote Laser sein? Ich check's nicht. Bro, die drehen sich auch wieder schneller als keine Ahnung wer. Oh mein Gott, Alter. Okay, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Jetzt heißt es einmal hier drüber. Oh mein Gott, was ist das denn? Ah! Oh mein Gott, Bro. Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ey, Leute. Nennt mich den besten Roblox-Barry-Ausbruchsmaster hier, ja? Ich glaube, es gibt wirklich keinen, der so gut im Barry-Gefängnis ist wie ich. Sage ich euch ehrlich. Nennt mir einen einzigen YouTuber, der so gut im Ausbrechen ist wie ich, hä? Da kannst du lange warten. Gibt's keinen. Außer ich hier, Leute. Und ja, mein Grinsen. Ja, guckt's euch an. Ich grinse euch in die Seele rein. Weil ich werde hier gleich ausbrechen, ohne die Farbe rot zu berühren. Passt auf. Ich weiß, ihr habt nicht an mich geglaubt, aber ich schaff's trotzdem. Passt auf. Ich zeig's euch. Wir nehmen die Leiter. Zack, 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 zack. Renn einmal durch hier. Ach, Junge, du bist zu dick, Alter. Hallo. Okay, komm. Wir rennen. Zack, 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 zack. Hinter da. Einmal. Bam, bam. Einmal nach oben hier. Einmal Lüftungsschacht aufmachen. Dankeschön. Einmal nach oben hier. Ja, zack, 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 zack. Ihr seht, Leute, gar kein Problem hier. Wir sind oben. Und jetzt müssen wir. Ey, Digga, ey, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, Bro. Wie soll ich denn da drüber kommen, ohne Fuß zu berühren? Junge, das Teil bewegt sich schon wieder. Egal. Wir schaffen das. Wir machen das. Wir machen das, Leute. Achtung, 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 Achtung. Ah! Okay, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Ich hab keinen Bock mehr. Was ist das? Ein Leben haben wir noch. Ein einziges. Eins. Wegen diesem komischen, hässlichen Laserteil da.
Nidas, das bockt nicht, Digga. So, das heißt jetzt hier Versuch Nummer 2, nicht vom Laser getroffen zu werden. Ah! Okay, komm. Oh, ah! Ha! Nicht mit mir! Ey, ihr wisst, Leute, sollten wir jetzt noch ein einziges Mal die Farbe rot berühren, ist alles vorbei, alles umsonst, alles! Aber egal, wir schaffen das. Macht euch keine Gedanken um mich. Wir kriegen das hin. Auch wenn irgendwelche komischen Riesenkugeln vom Himmel fallen auf einmal, Digga, keine Ahnung warum. Wir kriegen das hin! Ah! Bruder, wenn irgendwelche Riesenkugeln vom Himmel, was ist das denn? Sag mal, ey, hackst jetzt die Kugel oder was? Also, bitte! Okay, wir haben es geschafft. Oh nein, wir müssen die Ventile zumachen. Ich will nicht mehr, Junge, das ist alles rot! Oh, die sind auch rot. Das sind 3 rote Ventile, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das geht nicht! Das geht nicht, es ist unmöglich! Es sei denn, wir benutzen wieder ein Special Item. Die Frage ist, mit welcher Bedingung? Ich würde sagen, ihr müsst jetzt das Video, ihr müsst teilen. Wir haben geliked, haben geabonniert, wir haben geabonniert, ja genau. Wir haben kommentiert, wir müssen teilen. Ladies and Gentlemen, das ist die nächste Bedingung. Teilt das Video an irgendeinen Freund von euch und dann dürfen wir für die nächsten 10 Sekunden wieder ein Special Item benutzen, okay? Jetzt das Video teilen in 3, 2, 1 und BAM! Oh mein Gott, wir haben wieder unseren komischen Special, komischen Teppich bekommen. Wir haben nur 10 Sekunden, oh Gott, okay, ich benutze das schon. Oh, hey! Das ging schnell. Ich glaube, ich bin noch nicht so schnell hier durchgekommen. Okay, vielen Dank, Leute, dass ihr das Video geteilt habt. Weil dank euch durften wir das nächste Special-Item nochmal hier benutzen. Jetzt heißt es nur, wir müssen einmal weiter. Das ist noch nicht das Ende, Leute. Also, falls ihr alle gedacht habt, das war's jetzt. Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Weil ich denke, ihr alle wisst, am Ende wird es wieder einen richtig krassen Endboss-Fight geben. Wahrscheinlich gegen den roten Boss-Berry. Digga, das wird nochmal komplett geistesgestört. Aber egal. Soweit sind wir noch nicht, das haben wir erst gleich hier. Wir müssen nämlich einmal erst die Leiter nach oben hier klettern. Und natürlich wartet hier wieder mal ein Giganto-Mega-Laser auf mich, ey. Digga, das kann echt nicht sein, Leute. Das kann doch echt nicht wahr sein hier. Hallo. Egal. Ach, da unten ist ja auch noch einer. Okay, es wird doch nicht so einfach, wie ich dachte. Aber alles gut, wir machen das irgendwie. Augen zu und durch! Ah! 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 Oh mein Gott, Bro! Ah! Ah! Lass mich rein jetzt! Digga! Oh mein Gott. Ey, keine Ahnung, wie knapp das war, aber wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch an... Oh nein. Ich hätte es wissen müssen. Warum? Wir müssen noch an dem guten Chefkoch Gary vorbei mit seiner hässlichen Bratpfanne. Aber alles gut. Wir schaffen das. Ich habe einen Burger zu verkaufen. Kein Hamburger? Okay, doch nicht. Ich knall dich nur ab mit deiner komischen Essensbazooka hier, ja? Friss Obst und Gemüse, du Fettsack! Ah! Hier, fang mich doch, du Opa, hä? Geh mal wieder ein bisschen weiter Obst und Gemüse hier kochen, Alter. Friss das, du Opa! Ha! Oh mein Gott, Leute. Wir haben ihn, er ist explodiert. Bam! Okay, jetzt nichts mehr raus hier. Wir haben, wie gesagt, nur noch ein einziges Leben übrig. Das heißt, wir müssen halt echt schauen, dass wir irgendwie jetzt hier rauskommen. Ohne noch einmal die Farbe rot hier zu berühren. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen fetten Purzelbaum nach unten, Alter. Bom, 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 bom. Aua! Aua! Ey, Junge! Das war ein Schuss in den Ofen. Okay, nochmal, komm schon. Okay, jetzt. Achtung, Leute, jetzt aber. Jetzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es, okay. Komm jetzt ganz langsam, ganz ruhig, ganz entspannt hier einfach nach oben jetzt. Zack, zack, zack. Wir haben es doch gleich geschafft, Leute. Es ist nicht mehr weit bis nach draußen, okay? Ihr seht, hier ist nämlich schon der Ausgang. Wir müssen jetzt hier einfach nur nach oben. Oh mein Gott, Bro. Okay, die sind zwar nicht rot. Ah, hier ist ein roter, ein schneller roter. Oh, Digga, was ist das für Laser? Okay, also ein paar davon sind blau, aber ein paar sind auch trotzdem rot. Oh, okay, jetzt da oben ist noch ein letzter roter. Komm schon, bitte nicht berühren. Okay, sehr gut. Bam, wow. Leute, wir haben es so gut wie geschafft. Kommt schon. Oh nein, was ist das denn? Hier ist wieder Minen. Und Laser! Och nee, ey, warum? Ey, komm schon, okay, komm. Leute, wir haben es wirklich fast geschafft. Wir dürfen nicht aufgeben. Komm, das bisschen schaffen wir jetzt auch noch. Okay, einfach ganz langsam machen, Leute. Wir können uns Zeit lassen. Wir müssen hier nicht durchrushen, okay? Wir haben Zeit. Wir können das doch alles ganz... Oh, das ist geisteskrank schwierig, fällt mir gerade auf. Okay, komm schon. Nicht die Minen berühren. Sehr gut. Oh, let's go! Oh mein Gott!
Okay. Leute, wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch da raus. Den Endboss besiegen, der wahrscheinlich auch rot sein wird. Und dann haben wir die Challenge geschafft, wo wir quasi hier ausbrechen müssen, ohne die Farbe rot zu berühren. Ich würde sagen, macht euch bereit. Hier ist... Sag mal, du bist ja gar nicht rot. Was ist denn das jetzt hier? Du bist ja gar nicht rot, du Idiot. Hier. Ja. Das wird ein einfaches Spiel, würde ich sagen, ne? Okay, ich habe nichts gesagt. Seine Miniguns sind rot. Okay. Beruhig dich, Barry. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du rote Miniguns hast. Alles gut. Aber eine Minigun ist schon mal weg. Ha! Nicht mit mir. Barry Endboss. Du hast mit dem Falschen angelegt. Bist du blind? Ich stehe hinter dir, du Idiot. Hey, ist er blind? Hey, bist du blind? Ah, ja, da würde ich sagen, aus rein, ne? Mal wisst ihr was, Leute? Wir machen Trick 18. Ich habe nämlich so eine Crabbit-Pistole geklaut. Pass mal auf, was ich jetzt mache hier. Pass mal auf. Wir machen nämlich einfach den hier. Bam. Und dann machen wir den hier. Ha! Warum schreit er so? Hallo, hör mal auf zu schreien! Hallo, Sir? Was machen Sie auf dem Klo? Junge, bist du das, der hier so rumschreit? Junge, hör auf zu schreien, ich war am Schlafen, Mann! Es tut mir leid, aber ich häng fest. Was machst du doch immer auf dem Klo, Mann? Vor allem, wenn wir in einem Gefängnis sind, du bist immer auf dem Klo. Warte, ich helfe dir raus. Komm raus. Junge. Danke. Also eigentlich setzt man sich da auch so drauf und man stellt sich nicht rein. Also nur so ein Tipp von mir, okay? Ja, ich weiß, aber das war ein bisschen gemütlicher im Stehen. Ja, ich merke schon, aber ey, Bro, wir sind wieder im Gefängnis, Mann. Und weißt du, was das Problem ist? Guck mal. Was denn? Da hinten, das ist nicht Barry, sondern das ist sein Sohn, denn Barry ist anscheinend Vater geworden. Oh nein, was? Von wem denn? Ey, wahrscheinlich mit seiner Freundin. Jetzt ist noch so ein kleiner Barry Baby 2.0. So ein kleiner Scheißer, der das Gefängnis bewacht anscheinend. Und der schreit die ganze Zeit. Verdammt, ey. Okay, und jetzt hat er sein neues Gefängnis hier für den kleinen Jungen. Ja, und ich glaube, wir müssen ausbrechen. Und ich sehe, oh, das ist so ein Fall. Ich glaube, wir müssen da oben lang, Bro. Ja, dann würde ich sagen, komm, wer als schnellstes ausbricht, ja, der hat gewonnen. 20.000 Robux! Okay. Boah, okay, ja, Lubex, du hast keine Chance. Guck mal, ich bin schon im nächsten Raum. Brech mal aus, ich habe die letzten Tage nicht so viel gegessen, was probierst du? Ey, was? Bro. Hä? Ja, hast du es nicht gesehen? Die Stangen sind so breit, da habe ich auch so durchgepasst. Du bist eine richtige Schmalspur, ich würde da niemals durchkommen. Ja. Ey, Bro, magst du mal kurz auf den Knopf hier drauf gehen, weil ich glaube, es ist so ein Team-Orbi. Wir kommen nur zu zweit raus. Boah, was? Okay, komm direkt hinterher, Bro. Hey! Du musst auf den gelben Knopf gehen, genau. Hey! So. Lass mich rein! Ach so, ich muss auch auf den Knopf drauf gehen. Ja, okay, ja. Warte, geh kurz zurück, warte. Okay. Komm rein. Ha, du warst zu langsam. Ich bin nur kurz ausgerutscht. Du bist doch hier, hat doch alles funktioniert, Mann. Ist so. Oh, guck mal, wer hier ist, Bro! Das ist Barry. Aber nicht Barry mit A, das ist Barry mit E. Guck links, der heißt Barry heißt der. Alter, der ist ja richtig hässlich. Hey, sag das nicht, der ist voll cool, Mann. Und guck mal, der guckt mich und dich gleichzeitig an. Und guck mal, der hat einen grünen Popel in der Nase. Okay, ich brech weiter aus. Okay, warte. Ah, hier ist so ein Trampolin. Boing. Oha. Okay, komm auch hoch. Du willst mir auch schon, du musst schon auf den Ja, okay, Knopf ich gehe auf den Knopf drauf. Komm hoch, Mann. Alter. Oh, guck mal. Hoch. Hier ist blau. Guck mal, ich gehe zuerst drauf. Das ist meine Lieblingsfarbe, blau. So. Okay. So, ich schaff's alleine jetzt. Also du müsstest jetzt theoretisch auch auf den blauen Knopf so drauf gehen, so, ne? Also. Auf den da? Soll ich auf den da drauf gehen? Ja, warte kurz. Ich häng grad noch fest. Noch mal? Am Boden. Warte. Ah. Jetzt kannst du drauf gehen. Okay. Also ein bisschen länger halt so. Genau, ja. Ja, okay. Ja, okay. Hey! Das glaube ich ja nicht. Du warst ein bisschen eingefroren. Ja, jetzt brauchst du mich, ne? Ja, jetzt brauchst du mich aber. Willst du vielleicht da drauf gehen? Vielleicht so?
Also du müsstest halt auf den Knopf so drauf gehen, dass wir so rein können, weil hier ist so ein Lüftungsschacht und ich will hier aus dem Bad raus, weil hier stinkt's, man hat jemand reingekackt. Buh. Ja, irgendwie kann ich mich, jetzt kann ich mich bewegen, okay. Bleib da mal schön stehen. So, prima machst du das. Ich glaub's da nicht. So, komm hoch. Hä? Junge, du musst länger drauf. Okay, so jetzt. Ja, ich komm, okay. Okay, okay. Oh mein Gott! Was war das? Boah! Warte mal. Hä? Was hattest du da gerade in der Hand, Bro? Was hast du gerade in der Hand? Was war das? Gar nichts, wovon redest du? Was hast du in der Hand gehabt? Das, ich hab das gesehen, was war das? Ich weiß nicht, wovon du redest, da war nichts in meiner Hand. Achso, ja gut, dann ist ja... Vielleicht solltest du mal deine Haarsträhnen aus dem Gesicht rausnehmen. Junge! Ja, okay, warte, warte, ich komm. Ich kleb grad noch am Boden fest, Moment. Ich komme! Okay. Was hast du getan? Nee, gar nichts. Ich bin da. Oh. So, wo bist du? Hallo? Ja, ich bin ja gerade sehr, sehr komisch, der Boden. Kannst du vielleicht zurückkommen? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nein. Hä? Wie das denn? Ich hab... Ja, im Lüftungsschacht, ich verlaufe mich da manchmal. Ich hab das gesehen! Was hast du in der Hand? Da war nix. Du kleiner 30er, bleib stehen! Hä? Okay, dann geh mal rüber. Komm, geh mal rüber. Traust du? Ey. Ja, geh da mal drauf. Ich geh rüber. Du musst auf den Knopf draufstellen. Stell dich drauf jetzt! Komm. Okay, ich geh drauf. Okay, still. Ja, okay, gut. Jetzt steh ich aber. Jetzt kannst du laufen. Langsam, Lumex. Mann! Ey, warte jetzt mal. Jetzt musst du rüberkommen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir beobachtet werden? Alter! Der guckt schon wieder dich für mich gleichzeitig an. Ich glaub's nicht. Ey, Mann, Barry, lass uns in Ruhe, so, Mann. Komm rüber. Alles gut, komm rüber. Du bist... Nein! Ich brenne dich ab, Mann! Ey! Juno, respawns ja direkt, Mann. Lol. Ja. wieso läufst du auf der Stelle? So, ich bin wieder da. Aha. Ich war nur kurz... Hier war so ein Kaugummi. Ich war festgeklebt am Boden, so, weißt du? Du meinst so wie jetzt? Ich wusste, du hast irgendwas. Lass mich raus! Du kommst nicht ohne mich. Nein. Du kommst nicht ohne mich. Und jetzt würde ich sagen... Hinlegen auf den Boden! Ey. Warum ging das nicht, Mann? Warte. Feuer! Ich hab dich auch eingesperrt! Nein! Ey! Junge! Okay, komm! Junge, ich jag meine Armee auf dich. Oha! Nein! Oha, warst du das Klone? Oha! Ja. Was hab ich getan? Nein! Warte, kann ich wieder wegmachen? Ey! Lass mich raus! Mann, ich komm da nicht durch! Du musst einmal raufgehen auf das Rote! Guck mal! Bruder, wie hast du es hier? was? Als wenn man durchlaufen kann. Ich hab deine Taktik gemacht. Junge, geh jetzt auf den gelben Knopf und lass mich rüber. Ja. Ja, okay. Ja. Hallo? Ja, mach das jetzt nochmal. Okay, komm. Ey, nein, das glaub ich ja nicht. So, ne, haust du rein. Tschüss. Das glaub ich ja nicht. So, ne, jetzt haust du rein. Ich geh weiter. Hau rein. Ey, ich muss auch auf den gelben. Bro, wer ist das? Okay, warte, ich brauch, glaub ich, deine Hilfe. Hier ist irgendjemand. Komm her. Okay, ich komm. Komm, wer ist das? Ich weiß nicht, aber nein. Ich glaube, das ist die Mama von... Oder sie ist weg. Warte mal. Ich glaube, hier ist die Mama von Barry. Tatsache. Oh nein, Gott, die attackt uns. Ey, ich will dich abschießen, es geht nicht! Oh, das warst du. Tut mir leid! Tut mir leid, ich wollte es nicht hören! Aber das ist Mama von Barry, komm schnell! Ist hier irgendein Knopf, den wir drücken müssen? Ich bin ein bisschen hier durch, Bro. Ja! Ey, willst du mich abschießen? Nein, sowas will ich niemals tun. Ha! Tschüss! Eingesperrt! Hau rein!
Ja, komm, ich nehme deinen Käfig. Nein. Nein. Nein! Tschüss. Nein. Oh mein Gott. Okay, quit. Quit. Okay, quit. Wie bist du denn da hochgekommen? Ey, sehe ich genau. So, mach gut. Junge. Alter, wo sind wir denn hier? Das sieht voll krass aus. Das Gefängnis ist schon heftig von diesem kleinen Scheißer. Ha, hinter dir war ich. Junge. Was ich jetzt mache? Hä? Was ich jetzt mache, Bro? Was ich jetzt mache? Was? Nein. Tschüss. Yo. Hä, aber kann nicht fliegen. Was ist das denn? Den kann ich mal abheben. Das ist immer das Game. Den kann ich mal abheben. Was ist das denn? Welche Wert hat's auf? Was ist das hier? Warte. Oh Gottes. Beilung. Oha! Was? Ja, was bin ich? Wo bist denn du? Ja, ich reite auf einem Delfin, Bro. Was sonst? Was ist das? Okay, dann, ich bin schon mal im neuen Bereich. Ja, ich komm jetzt auch. Ich war noch kurz mit meinem Delfin beschäftigt. Tschüss! Nein! Brauchst du denn meine Hilfe, ha? Wo bist du? Ich wurde gerade umgefahren. Ich wollte dich gerade pranken. Ach, du warst noch bei dem Auto. Oh, Bro, komm lieber schnell her, auf mich zu pranken. Du musst herkommen, hier ist Barry. Wie das, Barry? Ey, psch. Der war gerade hier, guck mal um die Ecke. Der weint. Guck mal, da ist er. Laufen. Na, guck mal, da. Ein Laufen, Bro. Bro, du warst zu laut, du hast gefuhr, das hatte ich gehört. Was? Was? Du 31er. Du. Du. Wieso, wo was bist denn du? Los? Wo bist du? Schnell weg! Nein! Alter, ist nicht gerade passiert, Leute. Hä? Hä? Bist du gefangen oder was? Du bist ja kacke. Wie schnell ist er auf einmal? Ja, der war richtig schnell. Ja. Und ich kann dir eine Sache sagen, die Tür geht nach außen auf. Ach echt? Ja, Tatsache, ja. Dann haust du rein, ne? Ey! Oh mein Gott. Ey, Bro, du darfst nicht den Boden berühren, Digga. Den Boden berühren, dann catcht er dich. Das war nicht schlecht. Du bist... Ey! Junge, bleib hier jetzt. Tschüss. Tschüss. Willst du dich abschießen, ne? Ja, schieß doch. Ja, ne? Ey, toll. Willst du hochkommen? Das ist dumme Chat-Tick. Willst du hochkommen? Komm, bitte. Lass mich hoch. Junge, was war das denn? Was war das? Wieso bist du runtergefallen? Ah, warte, ist das... Oh. Hä? Ich glaube, hier sollte ich eigentlich gar nicht hin. Upsi. Ich mach kurz den Backrooms. Okay. So, komm, ich helfe dir jetzt, Bro. Ich helfe dir, hier auszubrechen. Du bist ja so unlustig. Du bist ja so unlustig. Ich hau dich jetzt weg, komm her! Oh mein Gott, was ist dieses Roboter? Ja, ne? Würde ich auch sagen. Ich bin mir an, Bro. So, jetzt komm. Wir brechen aus. Ja. Du bist verdächtig still und bewegst dich nicht. Was machen sie da, der Herr? Also, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich wollte nur mal mit den Spielzeugen ein bisschen spielen. Ah, ja, okay, gut. Dann, komm. So, dann geh ich mal rauf hier. Echt. So, okay, einmal oben drauf. Junge, jetzt mach die Treppe hin. Ey! Ich will doch nur nach oben, Mann. Schatzloch! Nein! Das ist das gleiche wie das hast du wie lange gemacht wie ich? Nein! Bitte lass mich hoch! Ja, okay, komm. Okay, so, wir sind beide oben. Quit! Alter, was ist das? Ein Staubsauger hinter mir. Ja, ne? Tschüss! Hä? Hau rein! Ja, tschüss! Oh, warte mal, hier ist Barry! Ist jetzt erst! Oh mein Gott! Boah, ist der groß! Boah, der isst sich auf gerade! Der isst sich auf! Komm! Ich bin doch schon hier. Okay, so. Okay. Ja, na dann geh mal drüber über das Gelbe. Ja, ne? Tschüss. Nein! Oh mein Gott. Junge, beeil dich, Barry will uns aufessen. Boah, der sabbert mich an! Der sabbert mich an! Der sabbert mich an, komm jetzt schnell! Der sabbert mich an! Okay. Oh Gott. Geh. Geh auf Gelb. Okay, du kommst auch, komm auch. Du kannst mir vertrauen. Hast du gedacht, ich bin so dumm? Hast du gedacht, ich bin so dumm? Du 31er, Junge! Ey! Abgefackelt. Och nein! Ja, wo bist du denn gespawnt?
Junge, das ist irgendeine Teleportierkanone, Junge, so kleine 31. Aber die kann sich nur so ein paar Meter teleportieren. Junge. So, zack. Ey, haben wir es jetzt endlich geschafft? Hier ist eine Tür. Du musst mir doch helfen. Hey, du bist schon. Wo bist du denn wieder gelandet, du Idiot? Junge, du musst aus dem Gefängnis ausbrechen, du kriegst es nicht hin, Junge. Du bist einfach so schlecht, Junge. Also echt. Oh Mann. So, jetzt kannst du mir vertrauen. Guck, jetzt bin ich da. Also, okay, nicht. Oh. So. Ne, 20.000 Robux, ich wollte es nur nochmal sagen. Junge, du triffst mich nicht, das ist viel zu weit weg. Du wolltest mich ja nicht abschießen. Schade. Wo geht's raus hier? Hey, braucht man das überhaupt? Dann braucht ihr die Teile ja gar nicht. Ja. Junge, ey, hab ich abgeschießen mit dem Flammenwerfer? Das war nur ein Test, das war nur ein Test. Nein! Nein! Ich tau dich auf! Ich tau dich auf! Ups. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Ich bin ganz weit weg. Ich bin ganz weit weg, Lumex. Ja, ich breche aus. 20.000 Robux. Oh, hier ist eine Zipline. Boah, das ist cool. Ich bin ganz weit weg. Ja, dann komm her. Wo bin ich denn? Ja, komm her. Du bist doch hier, du Idiot. Was laberst du? Junge. Hey! Junge. Warte, komm. Geh drauf. Boing. Rot? Okay. Grün? Ja, rot, grün. Grün, okay, gelb. Gelb. Ja! Wow, okay, jetzt musst du machen. Lila? Rot. Lila? Lila. Rot? Mhm. Rot. Grün? Grün. Gelb. Gelb. Ey, ich war noch nicht. Ich war noch gar nicht bereit! Mann, warum bist du so langsam? Rot! Mann! Gelb! Ja! 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 Okay, sehr gut, sehr gut. Oh, verdammt! Barry! Ah, Junge, wie schnell ist hier? Wie schnell ist hier? Bro, renn! Du bist so eklig. Nein! So... Renn rum! Ja! Nein! Er hat mich, Junge, wie er mich angeguckt hat. Er hat mich angespuckt einfach. Ja, ich lauf ganz schnell nach oben gerade. Hier oben ist nämlich sein Zimmer. Wo bin ich denn? Bro, da ist, wo ich gespawnt bin, ey. Wo muss ich lang? Alter, ich muss hier oben lang. Ich komme mit 20.000 Robux. Ja, dass du mich brauchst, das war mir klar. Hier oben, ne? Ja, ja, ja. Du mich abschießen wolltest. Ey! Versuch's gar nicht erst. Wie du dich durchteleportieren willst. Ein Versuch ist es wert. Hä? Und jetzt? Rot? Wow! Blau? Hä? Blau. Blau? Ja. Okay, warte, blau. Und jetzt rot. Jetzt rot. Yeah! Ah! Okay, lila. Lila. Gelb. Jetzt gelb. Nee, lila. Lila. Und jetzt gelb, genau. Jetzt gelb. Ja. Ah. Und jetzt heißt es, ab in den Eiswürfel rein. Tschüss. Jo. Oh mein Gott, was sind wir denn jetzt? Junge. So, geh mal rüber. Geh mal rüber, ich helfe dir. Ne? Okay, warte. Verdammt! Ja gut, ich brauch dich ja an sich nicht, von daher kann ich auch so rübergehen. Also tschüss. Also echt, du mit deinem Jetpack, ne? Ja, ne? Soll ich dir helfen? Ey! Ja, ich brauch ein Hilfe. Warte, Gelf. Für dich! Ey! Das ist unglaublich. Wie kann ich mich da zurück teleportieren? Ja. Junge, wie du dich hin teleportierst mit einer komischen Kanone. Ja. Und was ist das hier eigentlich für ein Gefängnis? Sieht aus wie eher wie so ein Kindergarten. Junge, wie du dich teleportierst mit dieser komischen Kanone einfach. So, jetzt bin ich mal weiter als du. Komm. Hey. Das kann ich auch, ne? Verdammt. Oha! Okay, dann. Leg dich nicht mit mir an, Junge! Boah, was? Oh, warte mal, ich hab was in der Ecke verloren. Ich musste einmal kurz was suchen. Dann such mal. Da ist nämlich in der Ecke was. Ja. Okay, doch, da. Mein Schnürsenkel, ich hab meinen Schnürsenkel. Hast du ihn gefunden, ne?
Hey! Willst du raus? Hey! Willst du raus? Ja, hä? Ich bin gar nicht drin. Hä? Ich stehe in der Luft. Lass mich gehen. Hey! Lass mich gehen. Tschüss. Oh nein. Schnell weg. Hä? Warte mal, du musst auf Rot, ich komm nicht hoch, geh auf Rot. Nee. Du denkst auch, ich komm nicht hoch oder was, ha? Junge, das ist ja so schlecht. Das ist ja so schlecht. Der trefft. Junge! Ja, Spawn trefft mich einfach. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Ich bin gespawnt. Warte, ja, probier's doch. Achtung. Junge! Komm hoch, alles gut. Alles gut, ich werd's nicht. Nee, okay, ja, das war nur ein 30er! Das war ein kleiner Test. Hey! Ich seh nur schwarz! Oh mein Gott! Wie kann ich so weit entkommen? Nein, der Hobbit! Ja, so ging es mir gerade, ich hab nur schwarz gesehen. Junge! Wir sind beide auf. Oh nein. Ja, ja, du musst hier! Ah, ja, rot? Du musst auf blau gehen, dass ich mit dem blauen fahren kann. Okay. Warte. Ja. Okay. Ja. Also echt. Junge, ich häng in der Luft! Nein! Tja. Hä? Hallo? Sir? Hä? Das Ding schwitzt nicht! Die ultimative Eiswaffe. Warte, ich war mit Flamme. Ich tau auf. Ich hab mich aufgetaut, danke. Ja, bitteschön. Jo, tschüss. Okay. Bro, guck mal, wer da ist. Das Barry Endboss-Fight. Barry, der wirft uns jetzt mit seinen Windeln ab oder so. Bro, 20.000 Robux. Alles für die 20.000 Robux. Alles für die 20.000 Robux. What? Laseraugen? Was? Oha, er hat mich getroffen direkt. Oh mein Gott, Bro. Einfach Gott, Barry auf. Sein Sohn. Der hat immer noch einen Pup in der Nase. Ab. Oh, aua. Ich weiß. Er hat immer einen Laserstrahl. Alter, was? Er hat mich fast. Junge. Warum ist mach deine Laseraugen weg, Barry. Er trägt mich in die Ecke. Krass? Aua. Komm schon. 20.000 Robux. Jetzt. Komm schon bitte. Ey, ich treff dich mehr. Ich kann nicht mehr schießen. Wow. Komm schon. Ja. 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 Schütze im Auto. Nein. Ja. Nein. Oh. Hey. Ich fall von der Map. Ich bin von der Map gefallen. Ja. Nein. Nein! Renn! Zeig was du Robux! Renn! Renn! Oh mein Gott! Ich muss mal ins Auto rein. Wir sind in der Wand gedonnert. Hier ist ein Helikopter! Helikopter! Ja! Alter, das ist wieder passiert, oder? 20.000 Robux! Ja! Ey, ich fall schon wieder von der Map! Mann, ey, nein! 20.000 Robux! Für mich in meine Tasche! Boah, guck mal! Hier ist Barry! Ja, Bro. Also, ja. Das war's dann wohl, würde ich sagen. Ja. 20.000 Robux für mich. Let's go.